Whitney Sardew für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Thank you.
News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, dieser Applaus ist natürlich alles nur für euch, ist doch klar. Also ist Detlef von Wake News Radio und Wake News TV. Und wir haben heute wieder eine klasse Sendung. Heute ist der 9. Oktober 2012. Ja, also, tja, gestern unterhielt ich mich mit jemandem und sagte, Mensch, die Zeit, die rast dahin. Es war doch gerade erst noch Januar oder Februar. Ne? Da dachte man schon, hier, Mensch, die Welt ist schon untergegangen, 2012. Ne? Okay, also ja, gut, kann ja alles noch kommen. Und wenn, dann sind wir hier in der ersten und vordersten Reihe und berichten darüber, ist doch ganz logisch. Also immer wenn ich diese Sendung anfange, dann muss ich mich räuspern, ne? Okay, also alle anschnallen, es wird heute natürlich ganz schön prasseln hier, ne, an Informationen und an Dingen, die wir diskutieren, denn ihr wisst, ich nehme kein Blatt vor den Mund, da ist es so bequem, die Mächtigen mögen das gar nicht, so ist das, ne? Okay, also, wie ich das immer gerne mache, ein paar einleitende Worte. Ich heiße natürlich auch alle Leutchen hier bei milen-fm.lu oder .net willkommen. Ne, die hören nämlich auch hier live zu, parallel. Und da gibt es übrigens auch eine Mumble-Funktion. Wer da mal Lust hat, mit reinzuschneiden, kann mal auf die Seite gehen. Oder hier bei mir. Zur heutigen Sendung, ne, habe ich aber auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com auch die entsprechenden Links bereits aufgeführt. Da kommt man dann direkt dort auch hin. Und natürlich bedanke ich mich bei allen Musikern, die mir ihre Musik zur Verfügung stellen. Wir werden heute einiges hören, neue Sachen. Ne, aber eingangs hörten wir mal von Kinderslichts Stimmen vom Saturn. Ne, auch coole Musik. Ja, und gleich bei der Gelegenheit werden Musiker zuhören, egal welche Sparte, egal welche Richtung. Die können sich gerne mal mit mir in Verbindung setzen, wenn sie mal hier ihre Musik spielen wollen auf meinem Radio und den angeschlossenen, wo immer wir senden. Bitte unter radio@wakenews.net einfach MP3 oder so zuschicken und ich setze mich mit euch in Verbindung. Ne? Übrigens, überhaupt, ja, wenn Interesse daran besteht, mir hier während der Sendung auch noch Informationen und sonstige Dinge zuzusenden, Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben, kann man das natürlich selbstverständlich tun unter eben derselben E-Mail-Adresse radio@wakenews.net oder man kann auch die vielfältigen Möglichkeiten hier im Chatraum nutzen, beispielsweise bei mir hier wakenews.net, wakenews radio, da habe ich 3 Stück. Kann man bitteschön hier gerne nutzen. Ja. Da hier schreit schon einer, Mensch, hier, danke Detlef für den Applaus. Jawohl. okay. Da schreibt einer im Oettinger Englisch. Ne? Wer so das Oettinger Englisch nicht kennt, können wir ja noch im Laufe der Sendung drüber sprechen. Sprechen ja immer über die EU, ne? Über die EU. I make me something to eat and listen to the radio with Detlef. Ne? Oder sowas, gell? Okay, ja, und so hier und solche Sachen, ne? Oder, ne? Okay, hier schreibt man gerade noch geschafft. Ja gut, ich sende immer live 16 bis 18 Uhr in Regel. Und dann wiederhole ich meine Sendung, also für diejenigen, die erst später reinschneien, können natürlich auch später noch hören und können natürlich dann auch später, wenn man es überhaupt nicht schafft, dann eine Aufzeichnung, zum Beispiel im Videoformat finden. So mache ich es normalerweise. Immer zu finden auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com. Da ich ja leider meine Hauptwebseite nicht pflegen kann, ist die noch auf dem Stand vom 21.05.2012 stehen geblieben. Ein Zeitdokument. Das war der Überfall. Ne? Am 22. kam sie rein, haben mir alles weggenommen. Okay, ja, das nur so am Rande. Weil ihr fragt immer, oh, kannst du nicht noch ein bisschen bessere Videos machen und das noch Schönes machen? Ja, das würde ich alles gern machen. Aber ich habe nichts, ne? Ich habe, ich müsste mir noch zusätzliche Gerätschaften, Software, bla bla und Kamera. Die große, schöne Kamera ist im Eimer. Die geht nicht. Und ich habe keine Kohle, das zu reparieren und ach, all diese Geschichten, ne? An den Mitteln klemmt's überall und das ist ja auch das heutige Thema.
Das ist nämlich, bricht das Babylon-System auseinander. Ja? Okay, das ist also unser heutiges Thema, weil alles das, was ich so in den letzten Tagen, und ich war, oh, da war ich ziemlich beschäftigt und unterwegs und gemacht und getan, das werde ich euch alles noch zeigen hier oder vorspielen, was ich alles gemacht habe. Da war so mächtig was los und das hängt mit dem Thema natürlich zusammen, denn wir stecken ja in dieser Phase des Lebens, wo das Monopoly-Spiel zu Ende ist. Ne? Also, ja, wer das schon mal gespielt hat, die meisten kennen das. Ne? Viele mögen das vielleicht nicht, weil sie immer verlieren. Ne? Und andere mögen, lieben das geradezu, weil sie immer gewinnen. Ne? Müssen dann immer nur aufpassen, dass nachher der Haussegen nicht schief liegt, weil viele mögen das nicht, nur zu verlieren. Und dann mögen sie schon gar nicht den Gewinner. Ne? Und so ähnlich wird das hier wahrscheinlich auch. Werden hier bei uns in unserer Matrix, die Babylon-System-Matrix. Ja, und vielleicht einstiegs gleich mal dort das, was ich hier veröffentlicht habe, dazu auf meinem Blog myawakeness.wordpress.com, damit ihr wisst, worum es geht. Nämlich, da steht, jeder spürt es, die Tyrannei, der Terror, die täglichen Lasten, die Stimmung, der Druck und die Kontrolle, das unabwendbar scheinende Leid werden immer mehr. Bald so, wie sich vor einem Vulkanausbruch erst das Magma in einer Blase füllt, bis es zum Bersten kommt, oder wie ein Erdbeben erst das ständige Scheuern und Drücken, das malende Arbeiten an der Schnittkante einer Erdplatte benötigt wird, bevor es losgeht. Und so fühlen es viele. Irgendetwas liegt in der Luft. Die Mächtigen, ja, scheren sich keinen Deut mehr um irgendein Gesetz. Das Menschenrecht scheint Makulatur. Die Unterdrückungskräfte in Uniform werden zunehmend brutaler und unmenschlicher. Jeder Hauch von Freiheit und Selbstbestimmung wird sofort niedergeknöppelt, unterdrückt. Das Kriegsgerassel der Armeen des Mammons ist weltweit zu hören. Überall wird gezündelt, wird mit Hilfe alter Tricks der falschen Flaggeaktionen am Beginn des Schlachtens und Zerstörens gewerkelt, wie man es bei dem so offensichtlich konstruierten Syrien-Türkei-Theaters erkennen kann. Es soll endlich losgehen. Die kriegslüsternen Parteien scharren mit ihren Hufen, um endlich losschlagen zu können. Derweil wird das Volk zu Hause eingeschüchtert, drangsaliert, ausgeraubt, geschlagen und gedemütigt, damit es gar nicht erst wagt, irgendwie mit Liebe, mit Frieden, mit Selbstbestimmungen ihnen in die Quere zu kommen, bei ihrem Lustspiel, dem Babylon-System. Aber geht diese Rechnung auf? Zwar blasen die Matrix-Propagandamedien in zunehmender Weise ins NWO-Propagandahorn, aber die Menschen haben angefangen zu misstrauen, was denn da über die Lippen eben dieser sowie der Politiker kommt. Sie können ja mit eigenen Augen sehen, was geschieht. Ihr Wohlstand, ihre Existenz, ihr Leben, das ihrer Kinder verqualmt ja direkt im ESM, im Rachen gieriger Bankster, gefüttert und genährt durch korrupte Diener, den Regierungsapparat, ohne dass sie, das Volk, gefragt werden. Junge Menschen, die sich aufbäumen gegen ihre Versklavung, sind allerorts auf den Straßen. In Spanien, in Griechenland, in Italien, in Frankreich und jetzt sogar vor der eigenen Haustür. Das Establishment ist erschreckt. Wird es ihnen klar, dass auch ihr Leben, ihr Wohlstand, ihre Existenz mit auf dem Spiel stehen? Gewinnen gar nun wirklich nur die paar Strippenzieher, die sich ihre Luxusbunker längst mittels Sklaven haben bauen lassen? Ja. Unsere Kosten. Bricht jetzt das Babylon-System auseinander? Ja, über das und natürlich noch vieles mehr will ich mit euch heute hier in meiner Sendung sprechen, diskutieren, auch eure Ansichten hier versuchen mit
ja, mit reinzukommen und so weiter. Also, naja, da wollen wir mal schauen, was da alles rumkommt. Naja, jo, also ich habe jetzt in den letzten Tagen viel auch Basisarbeit gemacht, ne, wie man das auch tun sollte, tun könnte. Ne. Ich würde es auch noch viel mehr machen, aber es ist immer eine Frage der Kapazitäten. Und ich habe natürlich vor Augen hier das, was auch um mich herum passiert, auch als Beispiel, als Zeichen dafür, was hier los ist. Und das, was hier los ist, das kann man hier direkt eben sehen, beispielsweise in Basel. Ne? Und was es damit auf sich hat, das hören wir hier in einem kurzen Clip, den ich euch jetzt hier mit einspiele. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Aber vorher möchte ich euch noch eine kurze Krisenanalyse geben, wie ich sie sehe. Das kommt noch vorher. Krisenbeschreibung, wie sie möglicherweise einfacher für viele zu verstehen ist. Also bleibt dran, ich bin gleich wieder da. Der Detlef von Wake News Radio. Der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV, eine neue Veröffentlichung von mir, erschienen auf dem schuldnervereinigung.wordpress.com Blog mit dem Titel Krisenanalyse in kurzen Worten. Krise, welche Krise, nicht unsere Krise. Und da heißt es, das Krisengeschwafel aus den Mündern der Regierungen, der Banken, der global operierenden Kabal der dominanten irrsinnigen Minorität, die ich die Dems nenne, dass man nicht nur überall, allerorts, rund um die Uhr hört, sondern deren Machenschaften inzwischen weltweit zu spüren sind, fällt nicht nur mir zunehmend schwer zu ertragen. Obwohl viel diskutiert und berichtet wird, ob der Gründe für diese Krise, kann man doch mit einfachen Worten sagen und beschreiben, um was es geht. Die globale Gruppierung, die ich die DIMS nenne, etwa 5.000 bis 6.000 Leute, hat nur ihre eigenen Ziele im Auge, die Umsetzung der NWO oder auch Neue Weltordnung, die ihnen die absolute offizielle Macht über alles und alle in die Hand geben würde. Daher tut diese Gruppierung, die das Schuldgeldprinzip nicht nur in Generationen erfunden hat, sondern beherrscht, alles, um diese Ziele umzusetzen. Ihnen gehören die Mehrheiten aller Zentral- und sonstigen Banken, die globalen Unternehmen, die Regierungen, die von ihnen eingesetzt und kontrolliert werden, sowie viele andere Dinge, die und beherrschen Drogen, Waffenhandel, Menschenhandel und vieles mehr. Dies wurde kürzlich durch die im Rahmen des aufgeflogenen Libor-Skandals deutlich, da unter anderem auch der Schuldgeldsystem-Kreislauf durch gewaschene Drogenhandelgelder, Mafia-ähnlich, durch alle Banken dieser Kabal gefiltert und gewaschen wurden, aufrechterhalten wird. Also um welche Krise geht es da eigentlich? Nun, aus Sicht der DIMS sollen jetzt alle Schulden, alle Vermögenswerte, alles, was die Menschen, die nationalen Staaten usw. haben und besitzen, in die Taschen dieser 5.000 bis 6.000 fließen, egal, ob es die Existenz, das Leben, das Wohlergehen der Menschheit kostet. Daher ist ein Heer williger, freiwillig und unfreiwillig, dabei, diese Pläne im Auftrag durchzuführen. Das Machtinstrument der Blöcke, ja, Ost und West, wurde bekanntlich aufgelöst, um alle Märkte, vor allem die Arbeitsmärkte oder auch genannt Human Resources, Humankapital, von Nationen wie China, Korea, Indien und so weiter für die globalen Konzerne zu öffnen, dorthin die Lohnarbeit mit Sklavenlöhnen zu vergeben, den Profit zu mehren. Gleichzeitig verlagerte man die Verluste der im Eigentum der DIMS befindlichen Banken auf die Bauern, das heißt die Einwohner aller Nationen, die man gleichfalls via IMF oder IWF, Internationalen Währungsfonds oder Weltbank, in die finanzielle Folter nahm und sie zwang, zunehmend in den entwickelten Staaten zwingt,
Ausgaben für Soziales, Renten, Ausbildung etc. zu kürzen und Infrastruktur, sogar Land, zu privatisieren, die dann eben von diesen DIMs für Spottpreise aus selbst erschaffenem Schuldgeld ohne Wert, geschaffen aus dem Nichts, einheimst. In Europa, der EU, wird diese Krise, in Anführungszeichen, zudem dafür genutzt, die nationalen Mitgliedsländer finanziell, rechtlich und politisch zu entmachten, damit es einen neuen Superstaat gibt, der dann noch leichter und einfacher von dieser dominanten, irrsinnigen Minorität gelenkt und geleitet werden kann, quasi als Zwischenschritt für die neue Weltordnung, die neue Weltdiktatur in der absoluten Hand der wenigen. Krise? Welche Krise? Nicht unsere Krise. Daher aufwachen, bewusst werden, handeln. Nur solidarisch und gemeinsam kann man diesem wuchernden Mafiakrebs Einhalt gebieten, so friedlich wie möglich. Die Regierungen sind allesamt mit denen im Bett und haben nur die Aufgabe, uns, euch, Schäfchen, zu kontrollieren, bis das große Scheren abgeschlossen ist. Was dann noch von den Schäfchen übrig sein wird? Was meint ihr, weshalb es Weltkriege gibt? Weil du zum Beispiel in Wanne-Eickel ein Problem mit irgendeinem Iraner irgendwo im persischen Hinterland hast? Denk mal nach. Regierungen haben schon immer mittels falscher Flagge, Attentate, Kriege angezettelt, so viel dazu. Wer profitierte immer von solchen Kriegen? Richtig, eigentlich niemand. Bis auf diejenigen, die die Kriege finanzierten und die Waffen und so weiter dafür verkauften. Wenn ihr das nicht wollt, dann nehmt jetzt euer Schicksal selbst in die Hand. Es nutzt auch nichts, wieder irgendeinen neuen großen Führer zu suchen und dahinterher zu trotteln, sondern jeder ist verantwortlich für sich selbst und jeder muss mit jedem zusammenarbeiten. Dann können wir Schlimmeres vielleicht noch verhindern. Also mitmachen, gemeinsam. Ja, hallo, ich bin Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Mein heutiger Artikel: Zustände wie in China, Basler Staatsanwalt befangen. Veröffentlicht in meinem Blog mywakenews.wordpress.com. Ja, Hintergrund dieser Sache ist eine Veröffentlichung auch gewesen in der Basler Zeitung. Die Links findet man alle dann im Artikel unten aufgeführt. Freiheit, Meinung, Ausdruck, Bewegung, Individualität, Selbstbestimmtheit der Bevölkerung, vor allem der Jugend. Das sind Begriffe, die dem Establishment, den Feinen und Reichen, den wenigen, die alle Macht besitzen, wie Blasphemie vorkommen, so scheint es, wenn man die Repressionen, die Kontrolle, die zunehmende Beherrschung, die vom Geldmonopol, nämlich Schuldgeld ohne Wert, geschaffen aus dem Nichts eines privaten Bankstermonopols, erlebt, die ausgeübt wird. Es wundert daher nicht, wenn Menschen sich Freiräume schaffen wollen, sich neue Wege suchen, ihr Leben, ihre Sichtweise und naturgegebene Freiheit in einer vom Establishment zu betonierten und in feste Formen gedrückte Matrixwelt auszudrücken. Daher finden zunehmend sogenannte wilde Partys statt, bei denen junge Leute ihre Wünsche nach Zusammensein, Lebensfreude und Ausdruck ihres Lebens ohne Kontrolle durch Kommerz und Autorität nachgehen wollen, so auch hier geschehen zu Basel in der Schweiz auf dem NT-Areal. Und NT steht für nicht territorial, ja, nur für diejenigen, die das nicht wissen. Die Jugend begehrt auf. Sie bäumt sich auf gegen den Zwang, immer und überall konsumieren zu müssen, Eintritt zu zahlen in Clubs, teure Drinks zu kaufen, die vorgesetzte Musik zu hören. Es rumort in der Stadt. Das schafft gewaltige Angst bei den Mächtigen, den bislang uneingeschränkt herrschen Dürfenden. Und hier ein Zitat aus der BATZ vom 5.6.2012. Polizeidirektor Hans-Peter Gass verteidigt die Strategie der Polizei,
Die Beamten seien gegenüber den Partyteilnehmern verhältnismäßig und nach Möglichkeit vorgegangen. Die Polizei hat kein stehendes Heer, sagt der Regierungsrat. Die schnelle Kommunikation und die zunehmende Mobilität der Gesellschaft sind für uns eine enorme Herausforderung. Was passierte denn auf dem NT-Areal? Und hier ist die Quelle links unten Punkt Indie Media. Ein gezielter Rückblick, so heißt es dort. Am frühen Morgen versucht ein Polizist in Zivil, sich unter die Partygänger, Partygängerinnen zu mischen. Er wird erkannt und weggewiesen, weigert sich jedoch zu gehen. Es kommt zu einem Handgemenge. Der Polizist zieht seine Dienstwaffe. Davon unbeeindruckt versuchen einzelne Leute noch immer, ihn zu verjagen. Er flüchtet dann auch, einige Leute rennen hinterher. Als die Polizeiverstärkung anrückt, hagelt es Steine. Die Polizei verhaftet eine Person und zieht sich unter Steinbeschuss zurück. Die Antwort darauf folgt, als eine Gruppe von drei Leuten auf dem Nachhauseweg verhaftet wird. Eine Person wird vom fahrenden Velo gerissen und zu Boden gedrückt, mit den Knien im Genick. Eine andere Person, die bereits mit Handschellen im Polizeiauto sitzt, kriegt aus nächster Nähe Pfefferspray ins Gesicht. Handschellen werden bis zur Unerträglichkeit angezogen. Auf dem Posten kriegt eine Person den Gummiknüppel in den Bauch geschlagen. Die Polizisten zerbrechen zudem eine ID, zerstören teures Equipment und Schallplatten und konfiszieren diverse Gegenstände, ohne eine Quittung auszustellen. Zwei weitere Personen, ebenfalls auf dem Nachhauseweg verhaftet. Eine Person wird auf den Boden gedrückt, danach an der Wand entlang gezogen und nach circa 2 Stunden Haft mit den Worten »Hau ab, du Schuchtel« entlassen. Die andere Person wird bei der Verhaftung mehrmals mit einem Gummischrotgewehr geschlagen. Zitat Ende. Fazit im Artikel: Das Territorium der Stadt ist nicht neutral, nicht öffentlich. Es ist das Territorium einiger weniger Privilegierter. Jene, die Macht haben, wollen sie behalten. Ende des Zitats aus dem Artikel. Ist deshalb nun jedes Mittel recht? Ist das eine Justiz nur für die Reichen und Mächtigen? Schützen sie diese nun vor dem Freiheitswillen des Volkes mit allen Mitteln? Im Artikel der BATZ vom 5.10.2012 heißt es nun: Im Fall der illegalen Party auf dem NT-Areal wird an der Unbefangenheit des Staatsanwalts gezweifelt. Nun soll ein anderer Staatsanwalt das Dossier seines Mandanten übernehmen. P. soll den oben beschriebenen Zivilfahnder angegriffen, sowie einen Staatsanwalt, der sich privat, frühmorgens, meine Anmerkung, auch gleichzeitig dort aufhielt. Ein Bürokollege leitet die Ermittlungen. Offenbar wittert die Verteidigung von P. hier etwas Unrechtes. Es sind typische Strafen, die verhängt werden, wenn man an unbewilligten Demonstrationen teilnimmt und gegen die Staatsgewalt ausfällig wird, sagt Alain José. Der Rechtsanwalt ist für die Verteidigung von P. zuständig. Wegen Bagatellvergehen und dieser Anklage sitzt P. schon monatelang in Untersuchungshaft. Soll das eine abschreckende Wirkung haben? Ist es gar eine politisch motivierte Verfolgung andersdenkender und andershandelnder? Die Polizei, die Staatsanwaltschaft, im Auftrag des Volkes oder nur im Auftrag einiger weniger des Volkes? Es bleibt spannend. Tyrannen geben sich bekanntlich erst dann richtig zu erkennen, wenn sie sich wie Tyrannen benehmen. Also hier wird weiter berichtet, ist der Titel von Wake News Radio, Wake News TV. Alles zu lesen unter meinem Blog mywakenews.wordpress.com. Links sind alle unterhalb der Beschreibung vom Video. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, und hier ist der Detlef wieder. Ja, wir hatten jetzt ganz kurz mal zwei Artikel, die ich vorgelesen habe,
gehört zu den Dingen, die ich unter anderem auch mache, nämlich aufzudecken, was hier so an Machtmissbrauch geschieht, nicht? An Unterdrückung direkt vor der Haustür. Ja? Da braucht man gar nicht nach Spanien schauen, nach Italien, nach Griechenland. Na, das gibt's hier schon direkt vor der Haustür geliefert. Braucht man nicht mal einen Livestream nach Griechenland oder Spanien. Das geht hier auch schon um die Ecke so los. Ne? Das ist übrigens hier wirklich bei mir um die Ecke, wo das gewesen ist. Und ich berichte über so etwas einfach, um es beispielhaft aufzuzeigen, weil wahrscheinlich könnte ich 48 Stunden am Tag solche Sendungen bringen darüber, über solche Missstände. Und ich habe einen ganzen Haufen an Anfragen an mich schon, über was ich bitte auch noch berichten soll. Und es gibt unzählige Missstände und Übertritte von Gewalt allerorts, ja, egal. Und ihr wisst, ich bin überparteilich, nicht konfessionell und unabhängig, weil ich von niemandem irgendwo auch mich finanziell beeinflussen lasse, ja. Ich habe natürlich auch nichts, aber gut, aber ich lasse mich auch nicht beeinflussen. So, das ist auch wichtig, ne, dass ich das so berichten kann, wie ich es vertreten kann und wie ich es für richtig halte. Das ist für mich wichtig. Ja, und warum habe ich das eben, wie gesagt, heute mit in das Thema reingebracht, bricht das Babylon-System auseinander. Nun, das hängt damit zusammen, dass eigentlich jetzt im Moment in der Matrix, in der wir uns befinden, und wir machen ja ganz viele Beiträge oder Sendungen auch über dieses Thema, weil wir ja auch mittendrin sind. Ne? Wir können ja nicht sagen, ach, Matrix ist zwar da, aber wir sind ja trotzdem alle drin. Und die meiste Anzahl der Menschen, die wir ja eigentlich noch erreichen wollen, lebt ja in der Matrix, in Gedanken. Das ist ja einfach nur ein Gedankengefängnis. Und daraus müssen wir ihnen helfen, sich zu befreien. Ne? Dann haben wir es dann einfacher für uns alle auch. Ne? Mit dem zukünftigen Neugestalten unserer Welt, sofern das dann umsetzbar ist. Ne? Okay, und wir sollten nicht das Feld eben den anderen überlassen, dass die einfach ihre Tyrannei weiterziehen, denn hier werden die Daumenschrauben überall ordentlich angezogen und das bedeutet für uns alle nichts Gutes. Ja, und da ist nämlich das nächste Thema, was ganz, ganz wichtig ist, weil es betrifft das größte deutschsprachige Gebiet, das größte Land, nämlich das ist hier nämlich der GEMA-Gebührenwucher. Wer jetzt nichts davon weiß, die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft von Urheberrechten, vor allem im musikalischen Bereich. Und die gibt es schon lange. Und die hat also eine Struktur, die sehr undurchschaubar ist, ne? Und immer wo Geld eine Rolle spielt, da kann man also Unrat wittern. Und hier ist es eben so. Und bislang, okay, hat man zwar auch die GEMA nicht geliebt, aber jetzt ziehen sie ihre Gebühren so dermaßen an für spezielle Gruppierungen und Größenordnung von auch Clubs und DJs und Diskotheken und so weiter, dass es also für die Existenz bedrohend ist. Und deswegen kümmere ich mich darum, weil natürlich das Urheberrecht auch eine wichtige Geschichte ist für mich. Weil ich bin ja selbst auch davon betroffen, ne? Hier, also was YouTube und Video auf Spielen und so angeht und ich auch mit Musik zu tun habe. Und das wird ein böses Erwachen geben, denn vor allen Dingen, wenn dann die Leute, die Menschen, die Jugend vor allen Dingen, nicht mehr irgendwo in Clubs gehen kann, weil die alle reihenweise dicht machen, weil die sich das gar nicht mehr leisten können, dann haben wir aber hier was los. Ne? Und aus dem Grund hatte ich auch schon über diese tanzende Demonstration in Lörrach berichtet, die letzte Woche Mittwoch stattfand, am 3.10. hier in der BRD, ein Feiertag. Und habe da auch auf dem Blog musicwakenews.wordpress.com intensiv darüber berichtet. Aber ich spiele euch jetzt mal ein, was es da eigentlich geht. Denn ich denke, das müssen alle auch wissen, was da abgeht. Denn das ist auch nur ein Beispiel dafür, wie es auch in anderen Ländern kommen wird. Das ist gar keine Frage, die hängen ja alle zusammen, ne? Und da geht es um ordentlich viel Kohle, ja, ist ja logisch. Wenn du an Dieter Bohlen denkst, der ist dann natürlich mit im Vorstand da, also in dem Mitgliedervorstand, also nicht in dem geschäftsführenden Vorstand, sondern ist einer der Mitglieder und hat da mit oder sagen. Und man sagt dann immer schon, das ist der Dieter Bohlen, Bohlens GEMA, ne? Also Dieter Bohlen ist bestimmt bekannt. Ne? Aber okay, es geht hier ja nicht um Bohlen, sondern um das System. Und das hängt mit dem Babylon-System zusammen. Deshalb spiele ich es euch mal ein. Ja? Hört mal zu. Von Wake News Radio, Wake News TV, hier eine Presseveröffentlichung durch die Piratenpartei und die IG Musik hier in Lörrach.
Hier heißt es, die GEMA, die 1903 mit dem Ziel angetreten ist, für mehr Gerechtigkeit im Kulturbetrieb zu sorgen, hat sich heute zu einem von einer kleinen Elite gesteuerten Instrument entwickelt, das den deutschen Musikmarkt kontrolliert. Diese Kontrollelite, die sich lediglich aus ca. 3200 hochkarätigen Künstlern von insgesamt rund 64.000 Mitgliedern unterschiedlichster Bekanntheitsgrade zusammensetzt, scheint mit ihrer Sichtweise nie über den eigenen Kontoauszug hinauszugehen. Tatsächlich hat die GEMA mit enormer Zielstrebigkeit ihr ursprüngliches Gründungsideal ins Gegenteil verkehrt. Als heutiges GEMA-Mitglied bekommt der Künstler erst einmal gar nichts, sondern zahlt kräftig drauf. Von jeder CD oder jedem Download gehen dabei 14,7% an die GEMA. Verlierer dabei sind Künstler wie die Käufer gleichermaßen. Bietet ein Künstler mit Mitgliedschaft in der GEMA seine eigenen Werke zum Beispiel über das Internet zum kostenlosen Download an, muss er mit einer Nachforderung der GEMA rechnen. Wobei sich die Gebühren bei den großen Labels nach der Anzahl der verkauften CDs richten. Hingegen werden die kleinen Labels für jede einzeln hergestellte Kopie herangezogen. Dies erscheint im höchsten Maße ungerecht. Mittlerweile stellt sich die Situation so dar, dass die GEMA ihre Position nicht nutzt, um eine Deeskalation in der festgefahrenen Diskussion um das Urheberrecht zu erreichen, sondern sie nutzt ihre Möglichkeiten, um weiter zu provozieren. Abgesehen von den nicht zu übersehenden Ungerechtigkeiten in ihrer Geschäftsstruktur, versucht die GEMA das Verwenden, Modifizieren und das Weitergeben von Werken, welche für die weltweite Gesellschaft gemacht wurden, permanent zu behindern. Derart werden die Künstler nicht nur in ihrer Entwicklung behindert, sondern auch die heutige Generation kriminalisiert. Derzeit will die GEMA die Tarife für kulturelle Veranstaltungen verändern und spricht ihrerseits von einer Vereinfachung der Tarifstruktur. Was die GEMA unter dem Gesichtspunkt Vereinfachung kommuniziert, bedeutet für viele Clubs, Künstler und andere Veranstalter in erster Linie extreme Gebührenerhöhungen, sodass es für sie schier nicht mehr möglich sein wird, unter diesen schlechten Voraussetzungen weiter zu existieren. Bundesweit werden beliebte kulturelle Veranstaltungen wegbrechen und neue werden erst gar keine Chance haben, sich zu platzieren. Uns allen wird in naher Zukunft eine immer unattraktivere und überteuerte Kulturlandschaft geboten und macht letztendlich auch für den Tourismus den Standort Deutschland als Urlaubsziel uninteressanter. Die GEMA verkauft ihre neue Tarifstruktur als einfacher und erzählt, dass die neue Tarifstruktur zu deutlichen Vergünstigungen führe. Sie verschweigt aber, dass die Vergünstigungen lediglich einige wenige Veranstaltungen mit Eintrittsgeld zwischen 2 und 8 Euro betreffen. Für die meisten Musiknutzer bringt die Tarifstruktur hingegen Erhöhungen von mehreren hundert bis zu über 1000% mit sich. Beispielsrechnung: Bei durchschnittlich 10 Veranstaltungen pro Monat in einer mittelgroßen Diskothek mit 2 Dancefloors von zum Beispiel 410 und 310 Quadratmetern beim Eintrittsgeld von 8 Euro erhöhen sich die GEMA-Gebühren inklusive aller Zuschläge von 21.553 Euro netto pro Jahr auf 147.916 Euro netto pro Jahr, das bedeutet einen Anstieg von 686%. Weitere Tarifänderungen führen zum Wegfall von Nachlässen, zum Beispiel Jahrespauschalvertrag, sowie zu weiteren Zuschlägen. So erhöhen sich die oben genannten Veranstaltungen um weitere 50%, wenn Musik länger als 5 Stunden gespielt wird. Die GEMA-Gebühren für eine Abendveranstaltung mit Musik, die um 19.30 Uhr beginnt,
würden sich dann ab 0.30 Uhr nochmals deutlich verteuern. Diskotheken, deren Veranstaltungen in der Regel von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens laufen, sind besonders betroffen. Ihnen drohen Erhöhungen von durchschnittlich 400%, 6 Euro Eintritt bei 200 Quadratmeter Fläche, bis zu 1400% bei 15 Euro Eintritt und 500 Quadratmeter Flächen. Unter solchen Bedingungen können viele Clubs und andere Veranstalter dicht machen. Ende des Zitats aus der Presseveröffentlichung. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, hallo, ich bin Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Wir sind hier direkt bei dir im Rockin. Und zwar, glaube ich, heißt es schüttelbunker.de. Ne? Wir haben hier auch das gleich ein Schildchen. Ne? Das ist die Homepage, ja. Das klasse. Der Laden heißt Rockin, aber im Umgangssprache ist es der Schüttelbunker. Schon ja, seit super. Jahren. Aber das ist in Shopfheim, ganz wichtig, ne? Für alle die Zuhörer, die auch aus Australien zuhören. Ne? Ja, ist, natürlich, ne? Natürlich. Okay, und der Tom, dem gehört der Laden hier. Und der Anlass unseres heutigen Gesprächs ist nicht nur ein bisschen Promotion für dich zu machen, sondern vor allen Dingen darüber zu sprechen, was am 3.10. hier in Lörrach los war. Da gab es nämlich einen Protestmarsch, eine tanzende Demonstration, wo ihr auch euch eingeklinkt habt. Richtig. Mit einem Wagen. Und da ging es um das Thema GEMA-Gebühren Wucher. Ja, na? Wucher kann man richtig sagen. Denn ab 2013 soll es uns richtig an den Kragen gehen. Wir sollen da Unmengen an Geld der GEMA zuschustern, was sich kein Unternehmer mehr leisten kann. Oder kein Clubbetreiber in der Größe hier. Ne, und deswegen, wir haben erst 2 Tage vor Wind davon bekommen und haben uns dann spontan entschlossen, das ist gegen die GEMA und da gehen wir natürlich vor. Ja, weil ich meine, letztendlich ist es ja, also GEMA, es gibt Leute, die wissen gar nicht, was das ist. Es ist eine Verwertungsgesellschaft, die gibt es, glaube ich, schon seit 1903, also zur Kaiserzeit schon, ne? Oder? Ja, es gibt sie schon lange, ja, und schon lange wird darüber gemunkelt, wer bekommt eigentlich das Geld, was hier eingezahlt wird. Ne? Wenn es ist ein Verein, der von allen Einnahmen gehen 70% drauf, nicht die Musiker irgendwie zu belohnen oder denen Geld zu zahlen, sondern einfach 70% ist einfach nur Verwaltungsaufwand und eigene Löhne zahlen und also ja einfach ein riesen kostspieliger Apparat, den es glaube ich so nicht braucht. Ja. Und keine Überwachung dahinter, die GEMA steht für sich selbst. Das ist, ja, überall gibt es ein Bundeskartellamt, wo irgendwo einschreitet, wenn es um Tarife geht oder irgendwie etwas. Und die GEMA, die kann einfach beschließen, was sie will. Und der Witz ist noch, bei den ganzen Mitgliedern, die GEMA hat, sind 5% von denen sind wahlberechtigt. Und die beschließen einfach irgendwas. Und das kann so nicht sein. Da muss völlig neues System her. Und ja, von dem her, ich bin noch Mitglied im Gaststättenverband DEHOGA. Ja. Da ist die Aufklärung auch gut soweit. Man kriegt immer Informationen, was passiert und so weiter. Weil wenn man den GEMA, wenn man da auf die Homepage schaut bei denen, das hört sich alles harmlos an und jeder, der sich da nicht auskennt und liest mal die Homepage, ja, es ist ja alles einfacher und es wird ja alles billiger. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Ne? Ja. Man bekommt Schreiben von denen, man soll da auf die Verbände einwirken und ja, 10% vom Eintritt und damit hat sich's. Aber es ist unterm Strich nicht so. Ne? Es ist für jeden, also für mich jetzt im Speziellen 600% mehr und dann kann ich einfach zumachen. Ne? Ja, ich meine, das ist ja das Verrückte. Nicht? Eigentlich will man ja was Positives tun für die Künstler, dass die eben Verwertungsgelder bekommen von den Geldern, die irgendwo gezahlt werden. Aber letztendlich ist es doch nicht so, weil es nur eine kleine Clique ist von Künstlern, die tatsächlich davon profitieren. Das meinst du auch? Das ist richtig, ja, eben. Und ich sage, die Musiker, die wirklich vollberuflich davon leben, das ist ja auch okay. Denen soll ja auch was zukommen. Ja. Aber mein allererstes Konzert hier drin mit einer Originalband,
ja, kann ich ja sagen, das war Gun Barrel, eine deutsche Hardrock-Metal-Formation. Ja. Die habe ich gefragt, was bekommt ihr für einen Abend? Ich weiß, die GEMA hat mir 240 Euro abgerechnet. Und er sagte, ja, wir bekommen für so einen Abend mit einer Stunde Live-Musik unsere eigenen Lieder, bekommen wir so 7,50 Euro, 8 Euro. Ja. Und da sage ich mir, für was zahle ich 240? Wenn es der Band zukommt, zahle ich es ja gerne, weil die leben davon. Ne? Aber ja, da... Es ist letztendlich nicht so. Und vor allen Dingen, denke ich, ist es auch vor allen Dingen für die Leute, die ja hierher kommen, um ihre Musik auch tanzend erleben zu können, ja, eine Band zu sehen oder eben selbst tanzen zu können, die ja gerne auch Musikern was spenden würden durch ihre Eintrittsgelder, aber letztendlich geht das eben nicht an die Künstler, die gemeint sind, die hier spielen oder die gespielt werden, oder? Eben, das ist richtig. Und so frage ich mich einfach, was passiert mit dem Geld, ne? Wenn die Band da mit 10 Euro, nicht mal 10 Euro abgespeist wird. Ne, von dem her, ich würde lieber einen Eintrittspreis 2 Euro mehr machen, wenn ich diese 2 Euro den Musikern könnte zukommen lassen. Dafür aber die GEMA wegbliebe. Ne? Weil so hätte die Band mehr was davon und ich hätte auch mehr. Jo, die Leute, man könnte es auch besser verkaufen. Ne? Ja. Weil wenn ich den Leuten sage, ja, die GEMA muss auch bezahlt werden, ja, das interessiert mich doch nicht. Ja. Ja, nur wenn es jetzt so kommt, 600% mehr. Also das heißt, ich habe hier einen Eintrittspreis am normalen Freitag, Samstag für 3 Euro. Wenn ich das jetzt alles angleichen würde, dann würde mich der Eintritt als Gast 18 Euro kosten. Ein Jackie Cola für 4 Euro bis jetzt würde dann einfach mal 6, 24 Euro kosten. Und da würde mich jeder Gast fragen, ja, bist du nicht ganz dicht? Ne? So geht es ja nicht. Ich meine, Essen. Alle sind ja unter Druck, gerade finanziell. Ja. Immer weniger, ja, haben natürlich. Viel Geld. Oder viel Geld ist sowieso keine Sprache. Und dann noch die Gebühren zu erheben, da stimmt irgendwas nicht. Was wäre denn deine Empfehlung? Was sollte man mit der GEMA machen? Ganz soll die verschwinden oder soll die einfach nur umstrukturiert werden? Was kann man eigentlich also tun? Verschwinden sie ja nicht. Es gibt sie jetzt schon über 100 Jahre fast. Es ist ja okay, dass den Musikern was zukommt. Aber mir kommt es einfach so vor, wie im Zeitalter von illegalen Downloads oder wie auch immer, dass da irgendein Defizit ausgeglichen werden soll, was umgelegt wird auf die Gastronomen. Ne? Und die Gastronomen, die wurden schon... Wie lange ist jetzt her? 4 Jahre mit dem Rauchverbot. Ich bin eine Diskothek, ich habe kein Essen hier, aber ich darf hier keinen Aschenbecher aufstellen. Das hat mir schon damals, oder mein Vorgänger noch, aber ich war ja schon hier tätig, hat es einfach ein Drittel vom Umsatz eingebüßt. Ja. Und die Pacht läuft weiter, der Strom läuft weiter, das Wasser läuft weiter, die ganzen Unkosten und Personal, es wird ja alles nicht billiger, es steigt ja alles. Aber dann einfach ein Drittel weniger, nur weil hier nicht geraucht werden darf. Das hat man damals hingenommen, man hat nicht reagiert. Oder einfach, es war einfach schon zu spät. Ne? Und ich denke einfach, das ist jetzt auch wieder so ein gravierender Einschnitt. Da muss man jetzt, vor das Gesetz durchkommt, muss man einfach handeln. Alle müssen auf die Straße, die Leute müssen was tun. Man muss wirklich was bewegen. Sonst im Nachhinein kann man wieder sagen, jo, jetzt ist es halt so und dann interessiert es keinen. Ne? Dann, ja, wie soll ich sagen, ich bin da etwas verzweifelt, was die Situation angeht. Deswegen jetzt jede Möglichkeit nutzen. Ja, und deshalb sind wir auch hier, denn wir wollen über die Sache einmal informieren, ja, dass also unsere Zuseher, Nutzer, Zuhörer, was auch immer, ein bisschen mitkriegen, was läuft. Und vor allen Dingen, das würde ja alles ruinieren. Die ganze Clubszene, das ist ja nicht nur bei dir der Fall, das ist überall und egal welche Musik. Das ist ja überall, oder? Wenn ich zum Shoppen gehe, in den Einkaufsladen und es läuft Musik, da zahlt man GEMA. Wenn ich zum Tätowierer gehe, da läuft Musik, auch die sind GEMA-pflichtig. Es ist einfach, das ist irre. Einfach die komplette Musiklandschaft wird einfach, GEMA kills Music, in dem ist mein Ding. Weil es gibt viele Leute, die haben so eine Bar, Lounge, da ist aber nicht die Musik's Hauptattraktion oder irgendwo am Marktplatz oder so, wo man sich einfach trifft, weil da wird man gesehen und setzt man sich hin oder Eisdeal oder sowas. Da geht es nicht unbedingt nur um Musik. Ja. Da gibt es viele, die sagen mir, oh, drehe ich halt die Musik ab. Wenn keine Musik mehr nirgendwo ist, dann gewöhnen sich die Leute dran. Ja. Nur, was machen wir Clubbetreiber? Ja. Wir leben von der Musik. Wenn ich kann nicht in der Diskothek sagen, ja, drehe ich die Musik ab. Da kommt ja keiner mehr. Das ist so wie die Polizei, die bei der Demonstration nachher gesagt hat, jetzt ist Schluss hier mit der Musik. Ja, das war eine Demonstration, war keine Tanzveranstaltung als solches, aber... Was hältst du denn überhaupt, was war dein Eindruck von der Demonstration? Also die Demo, ich war echt überrascht, als ich um 12 Uhr da hinkam, da dachte ich, oh,
30, 40 Leute. Das ist aber dürftig. Weil ich habe von derselben Demo gehört, von Freiburg, da waren insgesamt 150 Leute. Ja. Da dachte ich schon, oh, Freiburg, Großstadt, da müsste das Interesse ja noch mehr da sein. Ja. Und von dem her, als da so, es waren ja 500 bis 800 Leute. Oder also wir haben jetzt gezählt, ich habe auch mit dem Max von den Piraten gesprochen. Ja. Die sagten, schätzen auch so etwa 850 bis 1200. Ja, ich habe sogar geschätzt, weil ich bin ja überall auch herumgelaufen, ne? Kann man dann auch sehen. da waren ungefähr zwischen 1000 und 2000. Ja. Irgendwo dazwischen. Also das war mal, als wir dann Berliner Platz da, Lörrach, da konnte ich ja da auch mal um den kompletten Platz rumsehen. Ja. Und da war ich wirklich überrascht, wie viele Leute da auch noch von der Stadt mit rüber geflutet sind. Also gut, wir waren dabei mit unserem Schüttelbunker Spaßmobil hier, der schwarze Bus, einfach um die Message an die Leute zu bringen, um was geht's überhaupt. Deswegen noch kurz Plakate gekritzelt, einfach aus Protest dabei zu sein. Ja. Musikmäßig war es natürlich nicht unsere Sparte, aber ganz klar, es ging darum, gegen die GEMA ein Zeichen setzen und deswegen waren wir da auch mit dabei. Weil eben, wie gesagt, viele Leute wissen gar nicht, um was geht's genau. Die sagen einfach nur, ja, Musik kostet halt was und interessiert uns nicht. Ja. Und ja, vor Monaten, als es schon aufkam, vom Gaststättenverband gibt es da auch viele Infobroschüren und Aufklärung. Da, die sind also wirklich, der Hoga ist da wirklich mit vorn dabei, gegen die GEMA vorzugehen. Und die haben auch die einzelnen Clubbetreiber aufgefordert, setzt euch mit den zuständigen Bundestagsabgeordneten für den Landkreis hier, setzt euch in Verbindung mit dem, schreibt dem E-Mail, schreibt dem Briefe, dass sie auch wirklich aufwachen. Ne? Ja. Und das hast du gemacht. Ne? Das habe ich getan, ja, und dem mal meine Meinung geschrieben. Das ist der Herr Schuster. Schuster, ne? Schuster, CDU/CSU, ist zuständig für uns hier. Aha. Da habe ich auch einen Anruf bekommen von einer Dame, die wahrscheinlich da im Vorzimmer bei ihm sitzt, wollte wissen, um was geht es da überhaupt. Die waren da gar nicht informiert drüber. Und die wollten dann auch die GEMA anschreiben. Aber ja, es war die Antwort, die man sich eigentlich denken konnte. Die GEMA hat denen geantwortet, ja, da ist eine neue Tarifstruktur und es wird alles einfacher und es ist alles billiger. Ja. So und, wie die Bundesregierung uns immer verspricht, alles wird besser. Genau so, ja. Also Das, was zu erwarten war, kam als Antwort zurück und von daher, ja, ich kann jetzt sagen, gut, ich habe den Bundestag angeschrieben, aber natürlich nicht, dass sie da eingehendes prüfen und Fragen stellen. Und es war einfach eine allgemeine Abfuhr. Was wäre jetzt dein Tipp an, sagen wir mal, an uns alle? Was sollten wir tun? An alle? Also eigentlich sollte man jeden Freitag, Samstag, Sonntag auf die Straße gehen und solche Demos veranstalten. Weil da kommt die Presse, da kommen die Leute, da schaut das Altersheim zu, da schaut der Bäcker zu und da wird gefragt, hey, um was geht's da? Und wenn man dann noch Plakate sieht, oh, die gehen dagegen vor, da ist ja irgendwas im Wandel. Nur so kann man was erwirken. Ne? Also. Ich meine, damals in Hamburg oben, die linken Demos, es funktioniert nur da, wo es brennt. Ja, das ist der Punkt. Aber so weit soll es nicht gehen. Also im wortwörtlichen Sinne brennt es natürlich. Genau. Ja. Weil auch für 2013, ich habe Bandanfragen und so weiter, ich muss alles auf Eis legen, weil ich kann nichts zusagen. Ja. Weil hänge ich das Schild an unten hin, es ist geschlossen, da kann ich nicht jetzt schon Verträge abschließen. Ne? Also von daher, ich sage immer zu dem, oder Anfang Jahr habe ich zu den Bands gesagt, ja, ruf mich mal im September, Oktober, weil da wissen wir bestimmt was. Ja. Und jetzt wissen wir immer noch genauso wenig wie vorher. Ne? Also es wird höchste Zeit, dass jetzt was passiert. Und zumindest was ja der Gaststättenverband will es ja so weit bringen, dass das Ding nicht einfach kommt zum Januar und man muss erstmal bezahlen und dann wird verhandelt vor Gericht, sondern es soll so normal weitergehen, bis wirklich ein Urteil gefällt ist. Ja. Ne? Weil ich kann ja auch nicht, wenn ich dein Vermieter wäre und ich würde sagen, ab 2013 musst du sechsfache Miete zahlen, dann sagst du, hier, das geht ja nicht, oder? Das ist ja Wucher. Ja. Absolut, ja. Also, also Leute, ne? Und wir kommen ein bisschen zum Ende jetzt. Wir haben ja, er muss ja auch gleich arbeiten, es geht gleich wieder los, ne? Das Geschäft muss ja rollen. Ja, solange es doch geht. Und du sagst uns ganz schnell nochmal, wie man hier dich findet und wann du deine Öffnungszeiten hast. Also wir sind immer Freitag, Samstag, Freitag ab 21 Uhr, die Ladies haben freien Eintritt bis um 11 Uhr. Und ein Glas Sekt gibt es gratis, dann sind wir da bis 4 Uhr auf jeden Fall. Wenn noch was los ist, haben wir Spanne bis um 5 Uhr morgens. Samstags sind wir von 10 Uhr bis 4 Uhr, auch wieder mit der Spanne bis 5 Uhr eventuell. Und vor Feiertagen, da ist meistens Hausparty. Einmal im Monat ist Deutschrockabend, einmal im Monat ist Hard and Heavy.
und einmal im Monat Haus und sonst bis Ende Jahr einmal im Monat noch Konzert. Und die Freitage immer Rock von A bis Z. Klasse. Wir sind in Jobfallen. Muss ich auch mal kommen, ne? Schüttelbunker.de. Ja, Schüttelbunker.de, da könnt ihr auch dann natürlich das Programm sicher einsehen und alles weitere. Genau. Klasse. Tom, herzlichen Dank für deine Auskunft. Die war wirklich sehr intensiv und wir wollen das, wir schicken eine Kopie dieser Aufnahme dann auch mal an die GEMA. Ja, das macht Oder? Mal. Also, danke dir, Tom. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Der Detlef von Wakeness Radio, Wakeness TV. Und weiter geht's. Ja, genau, weiter geht's. Und zwar live. Ja, aber ich dachte, das ist schon nochmal ganz wichtig, dass wir das mal einspielen, weil ich meine, wir reden jetzt hier immer so ein bisschen von oben, von dem Vogelblick heraus. Aber was wir hier eigentlich wollen, wir möchten gerne alle erreichen. Ja, oder so viele wie möglich. Und die sitzen eben nicht alle auf dem Baum, sondern die sitzen auf der Erde und gucken eben nicht nach oben. Deshalb sehen sie auch keine Chemtrails. Ja. Ich muss sagen, wir sind aufgefordert, auch direkt vor Ort tätig zu sein. Das, jeder von euch muss das ja auch machen. Er muss mit Leuten reden, mal darauf hinweisen. Nicht jeder kann vielleicht jetzt ein Interview machen, wie ich das jetzt hier mache, oder dann ein Video hochladen und bla bla, und das gucken dann auch einige an. Aber schon das einzelne Gespräch mit jedem einzelnen Betroffenen ist unglaublich wirksam. Und was mir jetzt die letzten Tage aufgezeigt hat, und deswegen auch dieses Thema von heute, bricht das Babylon-System auseinander. Denn das funktioniert ja nur, ja, das DIMS-System, dominante irrsinnige Minorität, wie ich es nenne, weil sie uns ja vernebelt haben. Ja, wir können gar nicht über uns, über unsere Scheuklappen hinausschauen, oder die meisten können das nicht, und das bedeutet, die können mit uns machen, was sie wollen. Ja, die erzählen uns, es ist eine Krise, und dann glauben alle, ja, es ist eine Krise. Ne? Und dann machen sie mit Angst, machen sie uns dann kirre, ne? Dass wir auch alles glauben und ihnen schön hinterher trotteln. Ne? Aber wenn es ans Leder geht, wenn es ans die Substanz geht, wenn es zum Beispiel eben an Freiheitseinschränkungen geht oder an die Existenz, wie hier jetzt ein kleiner Unternehmer aus der Gastronomie-Szene ja ganz eindeutig und Klartext gesagt hat. Der weiß genau Bescheid, was da jetzt läuft. Und das ist klasse, weil das ist der Beginn des Aufwachens, der Beginn des Bewusstseins. Und genau das brauchen wir. Ja, das muss auf einem ganz großen, breiten Terrain passieren. Und das ist jetzt hier auch durch diese Demonstration in Lörrach. Das ist nur ein Beispiel. Ich kann nur eben jetzt nicht an alle möglichen Orte der Welt reisen, um das dort genauso zu machen. Ich muss mich hier ein bisschen beschränken auf die Region, die ich erreichen kann. Dass wir das eben einfach hier aufzeigen und auch eine Plattform bieten. Denn die Leute haben ja gar keine Möglichkeit, sich auszudrücken. Die Massen- oder Matrix-Medien, die schreiben da eben ganz anders. Und aus dem Grund wollte ich euch jetzt auch nochmal hier ganz kurz einen Bericht aus einem Matrix-Medium hier vorlesen, aus der Region, nämlich die Badische Zeitung, die über diesen Event da am 3.10. dieser tanzenden Demonstration in Lörrach geschrieben hat. Und da steht als erste Headline Kritik an GEMA-Demo. Ja. Und da steht Lusche, das ist da so ein Lokalpolitiker, nicht akzeptabel. Ne, steht dann da. So, da steht, ich zitiere genau, Kritik an einer von der Piratenpartei, die haben sich hier halt regional engagiert, und der IG Musikkultur, eine Gruppierung von Musikproduzenten, die unabhängig sind. Und da hat sich die Piratenpartei auch mit eingeklinkt. Eben von der IG Musikkultur organisierten Demonstration hat Stadtrat Ulrich Lusche von der CDU heißt sie, CDU, ich wollte schon was anderes sagen, ne? Geübt. Lusche sagte in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend, der Geräuschpegel der Veranstaltung sei inakzeptabel gewesen. Mann, jetzt haben auch noch die Bauern, also das ist jetzt mein Kommentar, ne? Jetzt haben auch noch die Bauern angefangen laut zu protestieren. Ne? Mit Musik diesmal. Ne? Mensch, diese Bauern, jetzt was machen wir denn mit denen hier, Mensch? So, und jetzt geht's hier weiter, Zitat. Der Demonstrationszug sei von Lastwagen mit hochdimensionierten Musikanlagen begleitet worden. Ne? Meinte wahrscheinlich einfach knallstarke Verstärker. Ne? Lusche wollte von der Stadtverwaltung wissen, ob diese Form der Kundgebung nicht durch Auflagen eingeschränkt gewesen sei. Das kann man nicht so laufen lassen, meinte Lusche.
der CDU-Politiker. Übrigens im baden-württembergischen Landtag tätig. Ne? Außerdem kritisierte er, dass bei der Veranstaltung offenbar auch viele Teilnehmer gewesen seien, die nicht vom Protest gegen die GEMA beseelt waren. Er war wahrscheinlich selber mit dabei, ne? Vorderste Front. Neben mir hingelaufen? Weiß nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Außerdem gilt es zu prüfen, welche kommerziellen Interessen mit dem Spiel waren. Jedenfalls sei die Veranstaltung für die Förderung von elektronischer Musik kontraproduktiv gewesen. Bürgermeister, haben wir auch noch. Michael Wilke sagte, es habe ein 10-seitiges Papier mit Auflagen gegeben. Die haben wirklich alles geregelt. Das ist so mein Kommentar. Was nur ging, ich habe die ja selber beobachtet, wie die da die Lastwagen rauf und runter, Fotos gemacht und dies und da und so weiter. So. Und da steht, die maximale Lautstärke sei darin auf 70 Dezibel begrenzt gewesen. Ähnlich wie Lusche meinte Wilke, dass der politische Grund bei der Veranstaltung wohl nur vorgeschoben gewesen sei. Genau. Ne? Wer protestierte sonst auch gegen 1000% mehr Gebühren? Ne? Wer kommt auf die Idee? Ne? Also das war die Kritik, Information aus den Matrix-Medien. Ne? Wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich natürlich dazu etwas anderes geschrieben und das muss ich euch auch wiedergeben, weil es ist ja eigentlich auch wieder nur ein Beispiel. Leute, das ist überall so. Diese GEMA, diese Proteste müssen überall stattfinden. Die GEMA erhöht die Tarife überall. Auch für Ausländer, wenn die in die BRD einreisen wollen, müssen sie auch damit leben, dass die Clubs schon alle nicht mehr da sind. Ne? Oder alles teurer wird. Ne? Wie auch immer. Okay, und ich habe da eben geschrieben, hier in meinem Blog musicwakeness.wordpress.com unter Lörrach in Not, Jugend erschüttert die Oberen. In Anführungszeichen. Wie bereits bei Wake News berichtet, fand am 3.10.2012 etwas in Lörrach statt, was bis anhin noch nicht geschehen war. Die Jugend bäumt sich auf gegen die Fesseln des Establishments, gegen Kontrolle, gegen Einschränkungen, gegen Drangsalierungen, gegen Einengungen, wie es jedes natürliche Lebewesen tun würde, sich gegen die Gefangenschaft zu stellen, ausbrechen zu wollen, aus dieser künstlich von einigen Herrschaften aufgezwungenen Lebensweise, auch Matrix genannt, wie in dem berühmten Film der Wachowski-Geschwister mit den berühmten Schauspielern Keanu Reeves und Lawrence Fishburne. Ne? Haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. So. Tolle junge Menschen drücken ihre Lebensweise, ihre Ansichten und Vorstellungen offen aus. Sie brauchen dafür weder Stadträte noch Bürgermeister noch Land- und Bundes- oder sonst irgendwas Räte oder sonstige Großkopferten, die nicht mal in der Lage sind, ihr eigenes Leben oder das der Lebensumstände der Bürger im Griff zu haben, in einem Sumpf von Korruption, Lügen, Misswirtschaft und dem Streben nach falschen Idealen vor sich hin verkümmernd. Dem Standort Lörrach. Exemplarisch für viele Orte, ist ja überall so, ne? Den seelischen, lebenden, zukunftsorientierten Garaus bereitend. Ja, ja, und da hat er natürlich die IG Musikkultur eine Stellungnahme dazu geschrieben. Die möchte ich hier noch gerne verlesen. Hier nochmal unsere aktuelle Stellungnahme zur Kritik der anderen Parteien. Stellungnahme zur Kritik der anderen Parteien ist, die von der IG Musikkultur in Lörrach organisierte Demonstration stieß bei Vertretern der CDU sowie Bürgermeister Michael Wilke auf heftige Kritik. So beschuldigt MDL Ulrich Lusche, CDU, die IG, dass kommerzielle Interessen mit dem Spiel gewesen sein könnten. Weiter hieß es von Wilke, Bürgermeister, dass der politische Grund bei der Veranstaltung wohl nur vorgeschoben gewesen sei, ohne dass die vermuteten tatsächlichen Gründe benannt wurden. Der Vorwurf, dass die meisten Teilnehmer der Demonstration nicht vom Protest gegen die GEMA beseelt gewesen seien, weist die Piratenpartei als Mitorganisator der Demonstration zurück. Jahrelang haben sich die etablierten Parteien über die angeblich unpolitische Jugend beklagt. Jetzt, wo sich die Jugend politisch engagiert und für ihre Interessen auf die Straße geht, wird ihr die Legitimität ihres Anliegens abgesprochen. Der Vorwurf von Ulrich Lusche, dass kommerzielle Interessen mit dem Spiel gewesen seien, ist absurd. Schließlich mussten erhebliche Mittel durch Spenden aufgebracht werden, um die Demo zu finanzieren. Wilkes Argument, dass die politischen Gründe für die Demonstration wohl nur vorgeschoben seien, zeigt, dass der Bürgermeister die Sorgen der Lörracher Musikszene und Clubbetreiber nicht ernst nimmt.
Dies ist sehr bedauerlich, denn durch die massive Gebührenerhöhung der GEMA werden auch Betriebe im Kreis Lörrach übermäßig belastet. Wie natürlich überall. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel, meine Anmerkung. Die Lokalitäten werden gemäß eigener Aussage ihre Musikangebote reduzieren oder einstellen müssen. Unbekannten Urhebern musikalischer Werke würde es so unmöglich gemacht, öffentlich aufzutreten. Die Kultur in der Stadt würde so langsam zu verebben drohen. Weniger Musik wird bedeuten, dass weniger Gäste kommen und die Betriebe Mitarbeiter entlassen müssen, was dann zu mehr Arbeitslosigkeit führt. Das würde durch Mehrausgaben im sozialen Bereich auch die Kommune Lörrach finanziell höher belasten. Ne? Mehr Hartz IV. Ne? Unter diesem Aspekt sollte, aber die, ja, das ist nochmal meine Anmerkung, aber die verüben ja sowieso 100% Sanktionen. Ne? Die machen jetzt auch Überschuss, ne? Ja, daran, ne? Dass die Leute verhungern. Ne? Fast. Okay, das war jetzt meine eingeflechtete Kommentierung. Also, ne? Gemeint war, das würde durch Mehrausgaben im sozialen Bereich auch die Kommune Lörrach finanziell höher belasten. Unter diesem Aspekt sollte die Kommune Lörrach mehr Interesse für das Anliegen der Demo entwickeln, anstatt nach vorgeschobenen Gegenargumenten zu suchen. So ist auch die Kritik, dass der Geräuschpegel der Musik inakzeptabel gewesen sei für die Veranstaltung, nur ein weiterer Beweis, dass es Orte im Freien geben muss, wo Bürger Musik erleben können. Ja. Und ich schreibe dann noch weiter. Wer soll denn hier in 20 Jahren noch dafür sorgen, dass es Lörrach, dass es Menschen, dass es Wirtschaft, dass es Leben überhaupt noch geben wird? Jedenfalls nicht diejenigen, die jetzt bereits Mitte 50 oder 60 oder so sind. Es ist immer die Jugend, die dafür sorgen muss, dass es weitergeht. Nicht irgendwelche ältere Kontrollfreaks, die offenbar nichts Besseres mit sich anzufangen wissen, als sich nur diesem Hobby der absoluten Kontrolle hinzugeben. Wisst ihr, was zum Beispiel mit wilden Tieren in Gefangenschaft geschieht, deren Leben Tag ein, Tag aus vom Menschen gelenkt, gefüttert, versorgt, beobachtet, manipuliert wird? Richtig, sie gehen ein, sie verkümmern und vegetieren vor sich hin. Wollen wir das? Nein. Ich gehe davon aus, dass die meisten mir hier zustimmen werden. Ja, ja und wie es da dann zu sehen ist, wie fröhlich das dazuging und wie die Leute engagiert waren, die jungen Leute, kann man dann in dem Artikel gerne noch nachlesen. Zu finden bei musicwakenews.wordpress.com unter dem Titel Lörrach in Not. Ja. Jo, also ich dachte, jetzt machen wir noch Folgendes. Wir werden nämlich in der Pause jetzt, statt ein bisschen Musik zu machen, mal das Interview mit dem Julian einspielen. Das ist nämlich klasse. Das ist einer der Organisatoren der IG Musikkultur und der sagt uns auch ein bisschen seine Sichtweise, wie er das erlebt hat. Also bleibt dran, seid ihr von Wake News Radio. Wir sind gleich wieder zurück. Wir sind hier heute in Lörrach und haben eine Live-Berichterstattung zu der riesengroßen, tollen, tanzenden Demonstration, die hier stattfand am 3.10.2012 mit einem riesengroßen Erfolg, finde ich. Haben wir ja auch schon kurz darüber berichtet. Ich habe jetzt hier sitzen den Julian, der Mitorganisator eigentlich war, eigentlich die Person, die auch ihren Kopf hinhalten musste für die ganze Sache. Und ich dachte, das ist wichtig, dass wir das mal aufnehmen. Und am Tag selber war ein bisschen zu viel los, das hatte keinen Sinn. Also machen wir es jetzt mal separat. Haben auch so ein bisschen jetzt mal Resümee gezogen, was so gelaufen ist. Ja, und Julian, jetzt gebe ich dir einfach mal das Wort und sagst vielleicht was zu dir selbst, zu der Organisation, zur Demonstration und so ein bisschen dein Feedback. Danke, Detlef. Ja. Ich halte es für dich, dann hast du ein bisschen mehr Freiraum. Ja, ich bin, die Leute nennen mich Jules und wir produzieren Musik unter der Gruppe Freaky Undersound, auch Plumptim Records und organisieren seit 6-7 Jahren jetzt Open Airs und Veranstaltungen, auch in Clubs. Und ja, es wird immer schwieriger und wir werden immer mehr geboost. Und also geboost heißt von Ordnungswächtern, ja. Sozusagen. Auch als DJ wurden wir geboost bis zu 800 Euro und das ist einfach ungerecht und das geht gar nicht. Das ist quasi die Frustrationsquelle, ja, die auf euch zugekommen ist. Deswegen habt ihr gesagt, da ist Schluss, jetzt machen wir mal was. Ja, genau. Und eben auch der Alexander Nicolosi, der förmlich gejagt wird von der Polizei. Und da hatten wir halt die Idee, dass wir dagegen demonstrieren, weil wir fühlen uns wie Verbrecher behandelt, was wir nicht sind. Wir würden es gern recht machen. Wir schauen auch, dass der Platz immer, der ist noch sauberer als vorher.
Ich weiß nicht, was wir noch mehr machen sollen. Wir haben das nicht verdient, wie Verbrecher gebusst und gejagt zu werden. Ja. Jetzt war ja das Motto dieser Demonstration eine tanzende Demonstration. Das heißt, viele Leute waren da. Ich war ja selbst auch vor Ort, habe geschätzt, zwischen 1.000 bis 2.000 Menschen waren anwesend. Es gab ja verschiedene Züge, ja, also Lastwagen, wo verschiedene Musik präsentiert wurde. Ihr hattet, glaube ich, auch einen eigenen Wagen, stimmt es? Ja, leider nur am Schluss bei der Kundgebung, weil es Probleme gab. Ja, es war auch unsere erste Parade, wir waren das gar nicht gewöhnt. Und Transport und sicherheitsmäßig alles zu berücksichtigen, gab es halt Verzug. Ja, das ist auch wichtig, ne? Dass man erstmal sieht, wie schwierig es ist, in der Bundesrepublik Deutschland, hier speziell in Lörrach, überhaupt mal eine grundgesetzgemäße Protestaktion machen zu können, oder? Ja, ganz genau. Also es ist auch wichtig. Ich sage nicht, dass die Auflagen nicht wichtig sind, aber man wird nicht unbedingt großartig unterstützt. Der Polizeichef war schon mega entgegenkommen, was die Wagenabnahme betrifft, aber das Effektiv, wo er zur Verfügung hatte, war nicht ausreichend und wir hatten alle Hände voll zu tun. Also ich war froh, wo wir standen und es zum Ende zuging. Ja, man stand so unter dem Eindruck, auch das war so das Verhalten der Polizei vor Ort. Nicht, dass ich mich jetzt beschweren wollte darüber, aber man hatte den Eindruck, es ging mehr um Kontrolle, als froh zu sein, dass jetzt hier Bürger, freie Bürger, ihr Demonstrationsrecht ausüben dürfen. Stimmt das? Ja, ich habe auch einen Polizist gesehen, der gefilmt hat, anstatt uns bei der Sicherheit zu helfen. Also ich glaube es auch, dass wir mehr kontrolliert als geholfen wurden. Ja, ich bin ja ein kritischer Berichterstatter. Komm, Wake News Radio, Wake News TV ist bekannt. Ja, dafür auch hier in Stadt-Lörrach als die eine Polizeibeamtin. Beamtin, Fragezeichen, weiß ich ja nicht, ob sie wirklich eine Beamtin ist. Sie hatte keinen Amtsausweis, sie hatte nur einen Dienstausweis. Okay. Aber sie kam zu mir und war also nicht so erfreut, dass da irgendjemand filmt. Und als ich gesagt habe, ich bin von der Presse, ja, sagt sie, haben Sie denn Ihren Presseausweis dabei? Ich sagte, jawohl. Haben Sie denn Ihren Amtsausweis dabei? Und dann sagte sie, ja, wieso? Nicht? So zeigte so, also, wie kann man dann erfragen? Ne? ist das aber dann doch dazu zum Austausch eben dieser Ausweise gekommen. Und da haben wir eben dann gesehen, also ich hatte einen Presseausweis, ne? Und sie hatte aber keinen Amtsausweis, sie hatte nur einen Dienstausweis. Ich sagte ja eben schon, das ist aber noch eine separate Geschichte, die wollen wir heute hier nicht vertiefen. Aber es kam mir so vor, als wie wenn denen das gar nicht so recht ist, dass hier Bürger aufstehen für ihre Rechte, oder? Nein, und so wie die Reaktion jetzt danach ist von manchen Politikern, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da waren mehr als 1.000 Leute, die was gefordert haben, mega friedlich und anständig. Die haben ihren Müll aufgehoben und mitgenommen, die ganze Parade. Was will man denn mehr? Den Leuten sollte man was Anständiges sagen und nicht, dass es voll daneben ist, was sie machen. Ja, gibt es da konkrete Beispiele von bestimmten Politikern, die du hier benennen könntest, oder? Ich habe nur Kontakt mit den Piraten, die politisch ein bisschen besser organisiert sind wie ich. Ich habe da nicht groß Ahnung und die haben mir gesagt, dass es halt nicht unbedingt positiv war. Und es ist sehr schade. Sie versuchen, glaube ich, auch, dass es nicht wieder zustande kommt oder irgendwie, dass es in Zukunft nicht mehr passieren wird. Also es ist sehr, sehr schade. Ja, die Politiker von den Piraten sagen das, von sich aus, von ihrer Sichtweise oder von der Resonanz von anderen? Von der Resonanz von der Stadt. Und wir werden auch jetzt einen Stadtrat zu einem Meeting fragen und denen erläutern, weil die haben auch scheint's gesagt, dass es keine Demonstration war, sondern nur eine Parade, dass das alles nur ein Grund war, dass da wirtschaftliche Interessen waren. Das auch nicht stimmt. Ich habe jetzt noch über 500 Euro von meiner Tasche draufzulegen und ich bin nicht der Einzige. Alle, die Wegen gehabt haben und mitorganisiert haben, haben alle noch zu zahlen. Das ging mega. Ja, was denn zu zahlen? Die Wagenmieten, das Gerüstmieten, wo drauf ist. Also es hat nicht viel, wir hatten nicht viel Zeit für Sponsoren auftreiben. Das Rock-In war dabei, sogar an der Parade.
Aber es hat, glaube ich, viel mehr Leute, wo davon betroffen sind, im Landkreis Lörrach, wo eigentlich hätten können mitziehen und wo vielleicht auch nicht Bescheid wussten. Gut, ja sicher. Ich meine, das muss vielleicht auch erst wachsen, diese Demonstrations- und Protestkultur in dieser Region. Ja, aber das finde ich ja hochinteressant. Natürlich kann ich mich als Presse dann auch mal hier an die Stadt Lörrach wenden, mal fragen, wie denn die Resonanz aus Ihrer Sicht da war und diese Informationen gerne noch mit einsammeln. Deshalb machen wir ja, ne? Berichterstattung. Die Presse als solches, als allgemeines ist ja, wie soll ich sagen, ein wichtiges Rad in einer Demokratie. Und deswegen machen wir das, um hier auch mal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, oder? Ja. Deine Presse ist gute Presse, Detlef. Sonst bin ich eigentlich nicht so, ich vertraue nicht unbedingt jeder Presse, die ist meistens nicht unbedingt frei. Gut, ja, das ist sicher auch nochmal ein separates Thema, aber das würde hier auch zu weit führen. Da berichte ich aber auch viel darüber und auch andere. Ich bin ja nicht der Einzige, ne, bei den neuen Medien, die sich also als unabhängig bezeichnen. Jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, was du von dieser ganzen GEMA-Gebührenerhöhung hältst. Ja, es ist schon extrem, also sowas kann man eigentlich gar nicht begründen. Ich weiß nicht, warum das überhaupt ernst genommen wird und durchkommt vielleicht. Das ist einfach Mafia hoch 10. Und wenn das soll eine andere Regelung bekommen, klar, ganz klar, das geht so nicht. Und was daraus passieren wird, ist für jeden nachträglich schlecht, also fürs Portemonnaie sehr schlecht. Ja, wir haben ja da auch noch einige Sachinformationen, die wir dazu nachliefern, keine Frage. Und das werden wir auch noch mit in die Anlagen, Beilagen, Links und so weiter mit reintun. Das interessiert ja die ganze Bundesrepublik, ne, wo die GEMA aktiv ist. Keine Frage, ist also noch mehr los, ne, an Widerstand gegen diese Sache. Jetzt, was wünschst du dir eigentlich vom Landkreis Lörrach? Weil das eine große Problem ist ja, dass die Jugend oder junge Leute, ne, so alt bin ich auch noch nicht, ja, ein bisschen Freiraum haben möchten, um auch mal ihre Musik zu spielen, die sie hören wollen und die nicht per Kommerz ihnen vorgeschrieben wird, auch an, sagen wir mal, nichts gegen Clubs und so weiter, aber es muss auch irgendeine andere Möglichkeit geben, sich darstellen zu können, zusammenzukommen, Spaß zu haben, das, was eigentlich die Jugend gerne machen möchte, oder? Ja, eben, die jungen Leute wollen sich ausleben und ihre Art, nicht die Art, die ihnen vorgeschrieben wird. Und Ja, was würdest du fordern jetzt vom Landkreis Lörrach? Stellt uns mal mindestens 2-3 Mal oder jede Woche einmal irgendwas zur Verfügung, wo wir einfach von bis machen. Wir sorgen dafür, dass zum Beispiel aufgeräumt wird, dass wir das Catering, die Gastronomie und so weiter und Gebühren brauchen wir bitte hier, braucht ihr gar nicht kommen, oder? Nein, also mein Traum wäre so eine Art Kulturfloß, wie sie es auch in Basel machen, wo sich jeder anmelden kann, wo dann ausgelost wird, die seriösen Projekte ausgelost werden und dann ihre Chance bekommen. Und das ist nicht kommerziell und beruht auch auf viel Selbstverantwortung von den Besuchern. Und so könnte es ja laufen. Man muss ja nicht immer für alles einen Verantwortlichen haben. Wenn die Menschen an die Isteiner Schwellen gehen, sind sie auch für sich selbstverantwortlich. Es ist ein Gefahrengebiet. Ja, es ist ein gutes. Ja, das heißt also, es gibt ja sehr viel Zusammenarbeit hier im Dreiländereck. Ne? Das ist ja Deutschland, Schweiz und Frankreich, das Elsass, die hier auch kulturell zusammenarbeiten. Es gibt ja hier zum Beispiel eine Veranstaltung in Lörrach, die ist allerdings kommerziell. Das sind die Stimmen, das Stimmenfestival, ja, oder? Ist das ein Dreiländerfestival? Naja, sagen wir mal, zumindest ist mit Basel arbeiten sie zusammen, das weiß ich. Ja. Also Lörrach könnte was lernen von Basel, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Basel ist kulturell sehr offen. Es ist eine Kulturstadt, was ja eigentlich Lörrach auch will, aber eigentlich alles dagegen macht. Auch Clubs und so. Ich finde, in Lörrach hat schon ein Club seinen Platz, was die elektronische Musik angeht. Aber es wird, glaube ich, gar nicht einfach gemacht. Es gibt keine Bewilligung dafür in Lörrach. Ja, und ich meine, ich habe immer das so verstanden, das ist auch in meiner Sichtweise, dass Regierung, Politik, Behörden dem Volke dienen.
Und nicht umgekehrt. Ja, schon. Und wir sind ja Volk. Ne? Also bin Volk, du bist Volk, souverän nennt man das. Ne? Jeder ist ein Souverän, der Chef ist eigentlich das Volk. Und es ist gar nicht so einfach, weil die Vorurteile, wo auf uns lasten von der Szene, ich rede jetzt halt wieder von der elektronischen Musikszene, das ist gar nicht so einfach. Ich war erstaunt, wie viele Leute dazu gestanden sind, zu dem, was sie lieben, weil es ist nicht einfach, sich zu zeigen bei den Vorurteilen und wie wir schlecht gemacht werden. Auch jetzt nach der Demo sieht man es wieder. Da muss man sich verstecken für seine Liebe und für seine Passion. Ja. Na, das Verstecken tun wir auf keinen Fall. Wir gehen jetzt gerade nach vorne, weil ich bin auch nicht unbedingt jetzt aus der elektronischen, im elektronischen aufgewachsen, aber ich höre sehr viel elektronisch, ne? Inzwischen, weil, weil wir haben sehr viel, wir machen im Radio auch dann unsere Musik und da kriege ich sehr viele von Künstlern elektronischer Musik zugeschickt, die spiele ich dann. Ne? Ja, wir haben 2012, es wird Zeit für was Neues, man muss uns akzeptieren, also sind jetzt lang genug in Industriehallen und weiß Gott wo gehockt, also wir dürfen auch das Leben genießen, so wie wir es wollen. Und sicher auch, es sind ja viele Leute, wir reden da nicht von einer Hand von Leuten. Ja, cool. Jetzt, du hast ja die IG Musik gegründet. Willst du da vielleicht nochmal über die Mitglieder sprechen, kurz? Ja, ich und Patrick Brehm von Plumpton Records und der Alexander Nicolosi von Punch Me Records und die Piratenpartei, das sind eigentlich die Initiatoren von dem Ganzen. Ja, super. Also wir werden die natürlich auch in dem Bericht erwähnen, das ist gar keine Frage, mit den entsprechenden Links. Was kannst du denn den Zuhörern, auch sagen wir mal anderen Produzenten, die hier natürlich auch in der Gegend sind, DJs und so weiter, was kannst du raten? Können die eurer IG Musik beitreten zum Beispiel? Oh ja, die sind herzlich eingeladen und ich finde es toll auch, dass die Zusammenarbeit so super lief, weil in Musikbusiness ist es halt nicht unbedingt so, dass jeder zusammenarbeitet. Und das war jetzt ein super Beispiel dafür und ich hoffe, dass es so weitergeht, dass wir zusammen für die Sache aktiv bleiben. Ja, klasse. Also das finde ich super, dass du uns jetzt hier mal so ein bisschen auch aufgezeigt hast, wie die Hintergründe sind. Und ich denke, es ist ein Start, es ist ein Beginn für alle Musikinteressierten, Musikproduzenten, ob kommerziell oder ob im Privaten, egal, spielt gar keine Rolle. Egal welche Musik, es muss einfach, es tut den Leuten gut, es gibt nichts Besseres wie Musik. Warum ist es so schwierig, den Leuten Gutes zu tun? Das kann doch wohl nicht sein. Ja, dafür leben wir ja, ne? Oder? Ach, das könnte sein. Manchmal mein ganz Großkopferte, sage ich ja immer mal, ne? Dass wir nur ihre Sklaven seien. Ja. Stimmt das? Das könnte von mir kommen, aber ich sag da jetzt nicht mehr dazu. Oh, ich schon, in jeder meiner Sendung. Da komme ich gerne. Und ja, okay, wir können ja auch gerne nochmal ein Nachfolgeinterview machen. Du kannst auch gerne mal einfach so ins Radio kommen, das machen wir dann also direkt online, ohne diese schöne Kamera, ne? Aber das geht auch, ne? Wunderbar. Ich danke dir. Sagst du vielleicht nochmal kurz die Webseiten von dir, von der IG Musik und auch von deiner eigenen? Ja, Freaky Undersound, hauptsächlich auf Facebook. Wir haben aber eine gemeinsame Seite, ich und Plumpton Records, das wäre secretbeats.de und ja, die IG Musikkultur auf Facebook wäre eigentlich für alle der Ort zum Dranbleiben. Also überwiegend Facebook, ja? IG Musik muss man dann suchen, ja? Es gibt auch eine Webseite, igmusikkultur.de. igmusikkultur.de. Ja, das war's. Okay, super. Also, herzlichen Dank. Ja? Danke dir, das war super. Ich danke dir und wir bleiben am Ball. Und ja, ihr lieben Politiker, ihr müsst euch jetzt mal ein bisschen umhören, ne, was das Volk eigentlich will. Ne? Nicht am Volk vorbei, sondern mit dem Volk. Das ist immer besser. Ne? Oder? Ja. Guter Tipp, gell? Ja, bitte. Es gibt nicht irgendwann Wahlen. Ne? Okay, also ist der Delle von Wake News Radio, Wake News TV. Danke fürs Zusehen. Bis bald. Ne? Ciao. Ja, und hier ist der Detlef wieder live. Zuhörern hier. Das war eben das Eingespielte, was ich gemacht habe hier am Wochenende. Denn die Leute sind auch immer schwer zu kriegen, weil die machen ja Musik, ne?
und haben eben andere Arbeitszeiten. Okay, und ich bin in den Clubs nicht so zu Hause. Ne? Ich dachte, das ist wichtig. Das ist die Stimme des Volks. Das ist die Stimme an der Basis. Wir müssen die mobilisieren, die es betrifft. Wenn wir nur unter uns hier diskutieren und tolle Reden schwingen oder wunderbare Themen abhandeln, ist das eine Sache. Das machen wir ja auch zwischendurch. Aber wir müssen auch mal ein bisschen an die Leutchen ran. Denn wenn wir wollen, dass Leute aufwachen, dann müsste das eben an der Basis passieren. Anders geht's nicht. Ja? Und das ist eine tolle Gelegenheit, die ich hier auch für mich als positiv gesehen habe. Ja, und in dem Sinne, was hat das jetzt zu tun mit unserem Hauptthema? Ne? Bricht die Babylon-System-Matrix auseinander? Sie bricht, weil eben, sobald bei den Leuten die Schuppen von den Augen fallen, sobald sie merken, dass irgendwas faul ist, ne? Dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwelche Dinge nicht so sind, wie sie gedacht haben. Nicht? Und das wird eben demonstriert durch solche drakonischen Gebührenerhöhungen. Nicht? Schau dir das mal an. Guck dir mal draußen an, was jetzt Benzin kostet. Ne? Und hier in der Schweiz gibt es irgendwelche Großkopferten, die jetzt anfangen so, ja, eigentlich müsste der Liter 4 Franken kosten oder noch mehr, weiß nicht mehr genau jetzt wie viel. Ne? Da hindert immer davon ab, was der Franken dann noch wert ist. Ne? Das ist ja direkt an den Euro gekoppelt. Und das ist ja auch keine Währung. Ne? Aber okay, das Schuldgeldsystem haben wir auch häufig genug schon diskutiert. Das heißt, überall werden die Schrauben angezogen und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir ansetzen können, um jetzt noch ganz, ganz viele aufzuwecken, ob dieser Tyrannei, die da im Hintergrund abläuft, gewahr zu werden. Und das ist meine Mission. Ich bin nicht irgendein Guru, der irgendwelche elitären Gruppierungen irgendwas erzählt, was dann alle glauben. Und sondern ich versuche so breit wie möglich mich anzusiedeln, gehöre keiner Partei an. Trotzdem kann ich auch mal solche Leute wie die Piraten zitieren, wenn das Hand und Fuß hat. Ja? Schimpfe natürlich dann auch mal über andere Parteien. Ne? Unabhängig davon, ob ich jetzt irgendeiner Partei angehöre oder nicht. Eher nicht. Ne? Und ich interessiere mich eigentlich eher für die Menschlichkeit, dafür, dass es überall Gerechtigkeit gibt, ja, auch im rechtlichen Sinne, auch das interessiert mich. Bin deswegen in keiner irgendwelchen Initiative. Ich habe mich auch von allen Initiativen getrennt, die mir da irgendwie mich binden würden. Ja, und ja, schauen wir mal. Man muss seine Unabhängigkeit bewahren, aber was ich natürlich nicht tue, ich rede nicht irgendeinen Senf hier hinterher und veröffentliche nicht irgendwas, weil mir irgendeiner sagt, das musst du jetzt veröffentlichen. Sondern ich mache das so, dass ich das auch gleich interpretiere für mich, Informationen. Und deswegen ist das ganz wichtig, denn viel Wahrheit finden wir ja in den Matrix-Medien selbst berichtet. Hier zum Beispiel, jetzt habe ich was hier reingekriegt, ist jetzt zwar, so könnte man meinen, nicht irgendwie damit in Verbindung zu bringen, aber im Prinzip ja doch, weil wir leben ja in derselben Welt. Das geht auch um die Matrix, in der wir uns befinden. Nämlich hier stand jetzt hier bei de.nachrichten.yahoo.com. Also Yahoo-Nachrichten. Ja, das gehört schon zu den Matrix-Medien. Ne? Da steht, Erdmagnetfeld. Steht uns eine Umkehrung der Pole bevor? Fragezeichen. Forscher rechnen mit gravierenden Auswirkungen für das Leben auf unserem Planeten. Das wir schon vor 3 Jahren und auch noch früher erzählt haben, kommt jetzt auch mal in den Matrix-Medien. Ne? Interessant. Aber das wird gleich relativiert. Ne? Nämlich, ich will jetzt nicht den Text durchgehen, ich will es nur als Beispiel nehmen, dafür, was jetzt so langsam auch so, die sind ja gezwungen, auch über die Dinge jetzt zu schreiben, die passieren. Da stehen mich gleich unten drunter, ne, so die These, dass sich die Magnetfelder der Erde umpolen könnten, erfreut sich seit jeher bei Weltuntergangspropheten großer Beliebtheit. Sie versteigen sich auch gern zu der Behauptung, dass dies das Ende für unseren Planeten bedeuten könnte. Ja. Das ist doch klasse, ne? Also werden gleich erstmal die anderen, die werden erstmal mit Schmutz beschmissen, die da schon vor ein paar Jahren gesagt haben, ne? Okay, aber ansonsten steht dann darunter im Prinzip das, was diese Weltuntergangspropheten vorher schon vor ein paar Jahren gemeldet haben. Ne? Das ist ganz witzig. Ich packe den nachher nochmal, ich habe den jetzt kürzlich jetzt hier gefunden,
Hat mir irgendeiner, glaube ich, hier, ey, das war, glaube ich, hier jemand aus dem Chatraum. Hey, wer war das? Wer hat mir das hier reingepostet? Klasse, super. Und ihr könnt mir übrigens auch hier die ganze Zeit auch noch E-Mails zuschicken hier unter radio@wakeness.net. Ja? Jetzt spielen wir keine irgendwelchen Sendungen mehr ein. Jetzt geht's hier live weiter. Hier kommt gerade was rein. BRD, hallo Detlef, schön, dich wieder pünktlich zu hören. Ja, solange die Technik mitspielt und die anderen auch noch. Ne? Das ist der. Okay. Frage, wofür steht die Abkürzung BRD? Fragezeichen. Meine Vermutung, Bankster regieren Deutschland. Ja. Mach weiter so in diesem Theater. Wir brauchen dich, auch deine erfrischende Art, wie du alles rüberbringst. In dem Sinne, alles Liebe auch an alle Aufwachenden. Lucky, von Lucky kam das. Sie hat extra hingeschrieben, kann vorgelesen werden. Habe ich gemacht. Okay, ich habe hier gerade Livestream aus Griechenland, ein Dingsbums hier gekriegt. Muss ich aber erst anschauen. Schauen wir mal. Ne? Dann habe ich hier... Hallo alle Zuhörer. Ach so, übrigens, ne, bevor ich das jetzt hier vorlese, das geht natürlich jetzt munter weiter, ne? Die Spanien auch, ne? Generalstreik! Ha, ihr wollt uns hier fertig machen, wir schlagen zurück. Ne? Also die, überall ist jetzt hier Zeichen auf Sturm, damit müssen wir rechnen. Ne? Das nur so, also wir jetzt gerade mal in Spanien und Griechenland Urlaub fahren, so wie Frau Merkel, die war jetzt im Urlaub in Griechenland, ne, habe ich gesehen. Da waren überall Schilder zu finden. Merkel, du! Sage ich jetzt nicht, was da alles drauf stand, ne? Oder einer schrieb dann in irgendeinem Kommentar, oh Mensch, die soll doch die ganze Regierung mitnehmen und dann da bleiben. Ne? Oder so, ne? Inhaltlich. Okay. Ja, also, ne, wer weiß. Also das ist ja, also die scheint nicht so beliebt zu sein, die Frau Merkel. Also eigentlich schon nirgendwo mehr, ne? Bloß noch bei den Dims in Amerika. Ne? Oder? Ja, schauen wir mal. Also das war ganz interessant und ja gut, ich meine, ich mache das ja manchmal hier, dass ich sowas vorlese. Hier war das, ne? Merkel in Athen, das war hier irgendein Artikel, wo war das? Bei der Welt, ja, die Welt fängt ja auch an, ne? Fängt ja aus, die kam vom Springer, ne? Vom Springer-Konzern ist die Welt. Die hat da Order bekommen, jetzt auch mal ein bisschen schlagkräftiger zur Sache zu gehen. Ne? Die haben jetzt schon häufiger mal beim Detlef zugehört und haben gesagt, jetzt nimmt die ganzen Hörer weg, ja, oder Zuseher oder was. Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen auf den Putz hauen. Und da steht die Welt, wenn sie geht, soll sie unsere Politiker mitnehmen. Ein aufgewühltes Athen in Erwartung der Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute zu einem symbolischen Besuch beim Euro-Schuldner Griechenland erwartet. Einige Griechen sehen die Apokalypse nahen. Ne? Yahoo-Nachrichten, das Magnetfeld. Ich weiß nicht, ob das jetzt was mit Merkel zu tun hat direkt. So wichtig ist ja auch wieder nicht. Aber, gell, Apokalypse, überall ist nur noch die Apokalypse 2012. Ne? Wahrscheinlich. Okay. Also solche Sachen. Ne? Finde ich auch mal ganz lustig. Lese ich auch mal vor, sowas. Da muss man nur immer dann das ein bisschen übersetzen. Ne, was das heißt. Das heißt, also am liebsten ne, sollten die alle verschwinden. Sagt sogar ein Matrix-Blatt. Ne? Okay. Das finde ich ja cool. Also, ne? Okay, und hier die Großbritannien, ne? Ist doch auch cool hier. Gefunden bei einem englischen Medium salon.com British Spy Agency Feeling Shaken, Not Stirred. Ja, da geht es um James Bond, ne? Da sagt er ja immer, ne? Martini, ne? Also nur geschüttelt, nicht gerührt, ne? Heißt das übersetzt. Also die britischen Agenten haben es schwer. Ne? Die sind also schwer unter Druck. MI6, ne? Die sind zu viel jetzt in Syrien, ne? Und schmeißen die Bomben rüber nach übers Fest und da in die Türkei. Ne? Das ist ein bisschen anstrengend. Das fällt auf, die Leute wachen auf und kriegen es mit. Ne? So zum Beispiel. Türkei verlegt jetzt die Kampfflugzeuge an Grenze zu Syrien. Ja klar, die wollen ihren Kuchen mithaben. Wahrscheinlich kriegen sie die Hälfte von Syrien dazu. Ne? Können sie einheimsen, wenn das Syrien dann überfallen wurde. Und so weiter. Aber eben das Dumme ist, Mensch, die ganzen Leute wachen auf links und rechts und fragen sich ja immer, also weswegen erhöht ihr mir denn hier die Gebühren überall?
Und wieso gibt ihr da jetzt so Geld aus? Da, ja, das haben ja auch schon hier die Politiker, ne? Schon gesagt. Da ist schon wieder so ein Unglück hier gefunden bei mmnews.de. Deutschland, Krieg gegen Syrien? Fragezeichen. Schon wieder jemand mit diesen drei Buchstaben. CDU Missfelder. Der heißt so. CDU Missfelder sieht im Syrien-Konflikt auch Deutschland in der Pflicht. Ja, die BRD wahrscheinlich. Okay, er könne sich nicht vorstellen, dass Deutschland im Bündnisfall nicht loyal zu unserem NATO-Partner stehen würde. Die Regeln im Bündnis seien eindeutig. Wenn die Souveränität eines Mitglieds bedroht wird, ist die Solidarität aller gefordert. Da müssten ja alle hier schon in der BRD eingemarschiert sein. Die Souveränität ist doch gar nicht da. Das ist meine Anmerkung. Aber was der jetzt hier gerade gemacht hat, der hat eine Kriegserklärung gemacht hier am Bundestag vorbei, ob der jetzt legal ist oder nicht, und alle Menschen souverän sowieso vorbei, ne? Und vielleicht meint er sich, er wäre der Souverän, er wäre der Chef, keine Ahnung. Also die haben uns hier schon quasi unter Raketenfeuer Vorbereitung gestellt, ne? Und wie das ja so häufig ist, das war auch im Zweiten Weltkrieg so. Die Raketen wissen dann nicht mehr genau, ist der Berg noch auf der BRD-Seite oder schon auf der Schweizer Seite oder Österreich. Was, Österreich gehört auch dazu, eigentlich ist BRD. Ne? Und zack, und dann werden da auch schon mal ein paar Dinger einschlagen. Ne? Ist übrigens im Zweiten Weltkrieg auch passiert. Haben auch so die amerikanischen, britischen Bomberverbände haben dann einfach hier so, ach, ja, schaut, die ganze Bomben nehmen wir jetzt nicht zurück, die werfen wir jetzt einfach mal ab hier. Guck mal da unten, ah, oh, ja, das sieht so aus wie, ne? Und dann flog hier alles auf die Schweiz, ne? Hier in die Ecke. Ich müsste hier wahrscheinlich jetzt demnächst mal wegziehen, ne? Hey Leute. Also, ja, die spüren das auch. Die haben eine gewaltige Angst. Die Reaktion eben von diesen Politikern hier in diesem kleinen Nest hier in Lörrach, zeigt doch auf, was hier grassiert unter diesen Leutchen. Ja, diesen Politikern, die arbeiten ja für diese Gruppierung der DIMS. Ja? Die sind ja Teil des Babylon-Systems. Ohne das gäbe es kein Babylon-System. Auch du und ich, wir sind Teil des Babylon-Systems. Ja? Und wer nicht weiß, was Babylon-System ist, habe ich es überhaupt erklärt. Du kannst natürlich jetzt hier dem Bob Marley zuhören, ne? Muss aber das Englisch können, ne? Der hat so ein bisschen einen Akzent, ne? Schwierig zu verstehen. Aber der hat es wirklich ziemlich treffend gesagt, ne? Mit seinen Worten. Das Babylon-System ist das Schuldgeldprinzip in der Hand einiger weniger privaten Bankster, DIMS, ja? Die alles kontrollieren und die alle korrumpieren, ja? Alles ausbeuten, ausschlachten, ja? Und das, wer nicht mitspielt, wird gnadenlos umgenietet. Ja? Entweder direkte Mong, ne, mit der Knarre oder sonstigen Geschichtchen oder eben ins Abseits gestellt, das macht dann das Jobcenter allein 100% Sanktion. Ne? Ja, und dagegen kannst du auch nicht klagen. Ne? Das wird akzeptiert, ne, von Sozialgerichten. Ja, 100%, das steht ja da im Gesetzbuch, SBG, bla bla. Steht es da drin? Stürfen die. Ne? Deswegen, also. Ja, das Babylon-System. Das fängt bei uns an. Wenn wir nicht mehr mitmachen, fällt schon auseinander. Und jede einzelne Person, die ich heute vorgespielt habe, den ich persönlich gesprochen habe, plus deren Sympathisanten oder den Leuten, die mit denen zusammenarbeiten, fangen an, dieses babylonische System zu begreifen. Ja, viele haben mehr Informationen, viele fangen es an. Ja, kommen ganz neu dahinter, was das eigentlich ist, man kann auch Matrix sagen. Und jeder, der jetzt anfängt, sich aus dieser Sache, soweit es geht, zurückzuziehen, der trägt dazu bei, dass das Babylon-System kaputt geht, auseinanderbricht. Die arbeiten natürlich selber auch dran, ist klar, weil sie wollen dann noch ein drakonischeres. Babylon lässt ja noch ein paar Freiräume. Das soll verschwinden. Die Freiräume sollen weg. Was meint ihr denn? Es gibt jetzt schon hier bei diesen Bundestagsabgeordneten, die haben ja schon eine EU-Adresse hinten dran, ne? Bei ihrer Webseite, ne? Gar keine .de mehr. Die sind schon EU. Wir sind EU, ne? Und die Schweizer auch, ne? Die Schweizer auch schon EU. Die haben zwar noch das .ch hinten dran, aber
wird irgendwann sowieso zu teuer. Ne? Okay, also das ist das Babylon-System. Ne? Ja, also was sagst du dazu? Ne? Das Beste sind natürlich aber auch immer, das muss man gestehen, sind natürlich immer die Kommentare, ne, die man da so lesen kann. Und hier gerade bei dem ersten aus der Matrix Medien, ne, das war ganz interessant, was da so geschrieben wird. was die Leute dann dazu schreiben, ist schon echt klasse. Also dann hat man das Gefühl, Mensch, es gibt ja doch eine ganze Menge Leute, die schon ein bisschen verstanden haben, was geht, ne? Ja, also, aber ich lese das nicht alles vor, komm, das ist dann zu viel. Ja, also die Kommentare sind immer das Interessanteste an all diesen Artikeln, vor allem bei den Matrix-Medien, ne, das ist ganz gut, wie das da so abläuft. Ja, und natürlich, ja, wenn du dann so zum Beispiel liest bei den deutsche-mittelstands-nachrichten.de, ne, das ist also schon ein aufgewecktes Medium, ja. Eher sollte man das zu den neuen Medien schon rechnen, finde ich. Natürlich machen die das ein bisschen vorsichtiger, ne? So nicht so wie ich. Aber die sind auch schon klasse, was die da so berichten. Ja. USA. Ja. Top-Manager Welch wirft Obama Fälschung der Arbeitslosenzahlen vor. Ja Gott, aber wenn die jetzt anfangen würden, die Wahrheit zu erzählen, dann würden die Leute ja noch schneller das Babylon-System nicht nur erkennen, sondern auch daraus austreten. Ja, weil die sagen, hoppla, mit euch nimmer. Also wird überall gefälscht, rumgemanipuliert, gemacht und getan, dass bloß niemand draufkommt, wie es wirklich ist. Ne? Und hier, da siehst du den armen griechischen Premierminister Antonis Samaras, wie er da ganz trübsinnig vor sich hinschaut, also ich weiß nicht, wie lange sie das geübt haben, ne? Bis er so aussah, wie so ein Dackel, weißt du, der nichts zu fressen gekriegt hat. Da steht, EZB bekräftigt Nein zu Schuldenschnitt. Ja. Die EZB, die Obergängste, die also hier übrigens das auch nicht vorhandene, aber das Geld im der BRD-Deutschen verjubeln und ja erstmal reinwaschen, also für sich, ne? Also erstmal durch die eigenen Kanäle filtern, so dass noch, ja, wir haben ja gesehen, wie das bei der GEMA ist, ne? 70% eigener Verwaltungsaufwand von jeder Milliarde, die EU erstmal über irgendwie durch ihre Computer lenkt oder leitet, bei Bargeld, ne? Ist das nicht? Das sind nur so fiktive Zahlen. Da werden erstmal 70% abgebucht, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau, aber es ist mal eine Unterstellung, ne? Wenn es bei der GEMA schon so ist. Ne? 70% für EU-Aufwand. Ne? Gehen Sie erstmal ins Casino, ne? Oder so. Bevor das dann umgelenkt wird nach Griechenland oder sonst wohin. Ja? Und dann, Griechenland will aber jetzt Entlassungen im Staatsdienst vermeiden. Ne? Ja, sonst kriegt doch keine fiktiven Zahlen mehr im Computer rein. Ne? Kann er keine Panzer mehr kaufen in den USA, um die dann gegen die eigenen Leute einsetzen zu können. Ne? Oder sonst wo. Krieg halt. Ne? Ja, also die Troika fordert Entlassungen im öffentlichen Dienst. Also Leutchen in der BRD. Von mir aus auch in der Schweiz. Gehört ja dazu. Irgendwie schon, ne, zum Club. Da werden jetzt ganz viele Köpfe anfangen zu rollen. Ne? Also auch im Staatsdienst, in Anführungszeichen, im BRD, Nichtregierungsorganisationsdienst, ne? Euren Dienst ausweisen, da wird es dann vielleicht demnächst ein paar weniger geben. Ne? Denn die brauchen jetzt nicht mehr die Leute, die da jetzt so in den Schreibstuben stecken, sondern die müssen jetzt dann die Bundeswehr bei der Laune halten, ne? Dass die dann vorne noch dann mit den Knarren dann ordentlich auf die Babylon-System-Verweigerer ballern können. Ne? Gegebenenfalls. Ne? Vermutung. Eine Ansicht von mir. Ne? Das hat noch nicht angefangen. Sie sind noch am Üben. Ne? Müssen das erst noch hinkriegen. Ne? Ja, und Spanien, sagte ich schon vorhin, Massenproteste in Spanien sind angekündigt. Gewerkschaften drohen mit Generalstreik. Na gut, die Gewerkschaften, gut, ich will jetzt, ich versuche immer Folgendes zu tun, ja, weil wir wollen die große Masse erreichen.
Wenn ich jetzt alle nur madig mache, also die sind schlecht und die sind schlecht, dann hört mir ja keiner mehr zu. Ne? Muss ja jeder selber prüfen. Es ist auch nicht die große Masse, die schlecht ist. Es sind häufig nur die Leutchen an der Spitze der Pyramide, die man sich mal genauer anschauen sollte. Ne? Die Funktionäre. Ne? Ansonsten ja, Massenproteste in Spanien. Gewerkschaften drohen mit Generalstreik. Erneut demonstrierten Zehntausende Spanier am Sonntag gegen die Sparpolitik der Regierung. Also Zehntausende, ich würde sagen, wahrscheinlich sind das schon Hunderttausende. Also was ich da mal so sehe, also an den Livestreams. Und sollte es kein Referendum zu den geplanten Kürzungen geben, wollen die Gewerkschaften im November einen Generalstreik einführen. Also wer hier noch dann wunderschön hier auf die Kanarischen Inseln fahren, ja, die sind vielleicht ausgenommen. Ja. Die haben da vielleicht ein Spezialarrangement. Aber du musst dann vielleicht trotzdem irgendwie über Spanien oder spanische Fluggesellschaften, ah, wissen wir noch nicht. Also den Urlaub bitte schon mal gedanklich streichen. Ne? Im November, Dezember. Wer fährt da auch schon vom 21. Dezember 2012 noch in Urlaub? Ne? Okay, dann steckst du nachher am 21.12. beim Rückflug irgendwo in der nächsten Dimension. Kommst gar nicht mehr nach Hause in deine Matrix, wo es so schön ist, wo sich so schön drangsalieren, wo dein Kündigungsschreiben schon auf dem Bürotisch oder im Postkasten enthalten ist. Ne? Sorry, wir haben ein Kürzungsprogramm. Die Matrix hat keine Kohle mehr. Das Babylon-System ist ausgesaugt von den Vampiren. Ja, die ich auch die Dems nenne, die dominante irrsinnige Minorität. Ja, zum Beispiel. Ja. Das wird ein böses Erwachen geben für alle die Urlaubsheimkehrer. Ne? Ja, so kann man solches sehen. Ne? Und das wird dir nicht in Spanien aufhören. Ne? Also wir hören ja immer nur dann, wenn es sowieso schon, ne, überall knallt. Und hier so ein bisschen wird jetzt die Korruptions, weil das ist denn doch zu viel. Ne? Also ja, das auch die EU, ich gucke dir die Mannequins doch an, diese Kommissare. Ne? Also, gut, fürs Äußerliche kann man nichts. Wirklich nicht. Ich auch nicht. Ja, für mein Äußeres. Ich kann mir höchstens mal eine Strähne ins Haar machen. Eine graue Strähne, damit ich mal ein bisschen älter aussehe. Doch älter. Nee, aber wie soll ich sagen? Also fürs Aussehen kann man nichts. Ne? Aber schau dir diese Leute an, wie sie handeln, was sie tun, was sie sagen. Ne? Zum Beispiel. Da legst du sie nieder. Okay, die müssen sich ja, ne, Zeit kaufen, weil die haben das nicht hingekriegt bis jetzt. Ne? Auch jetzt schon nicht. Und wie sollen die das managen? Also auch für die Dims managen. Ne? Also ich meine jetzt nicht für uns als Menschen, sondern für die andere Seite. Ne? Für die, ihr wisst schon. Meine. Und deswegen... Portugal soll mehr Geld bekommen, wegen der Unruhen. Ne? Ah ja, das geht jetzt nicht, die können jetzt nicht auch noch gleichzeitig. Wir haben jetzt erstmal in Spanien zu tun, da müssen wir anheizen und dann Italien hat sich auch schon mal gemeldet und dann Portugal, nee, jetzt, also komm, warte, einer nach dem anderen. Ne? Also, und da müssen sie jetzt erstmal ein bisschen Kohle kriegen. Ne? Gewerkschaftsführer bestochen werden. Ne? Ja, ja, warte mal noch ein paar Wochen, einer nach dem anderen und wir sagen euch dann schon, wenn es soweit ist, dann können wir alle auf die Straßen, dann haben wir unsere letzten Kugeln und Patronen und Geschütztürme dann rechtzeitig geliefert bekommen. Wir haben da noch ein bisschen Ladehemmung hier bei dem einen oder anderen. Und dann, wenn das alles fertig ist und wir alle platziert haben, dann könnt ihr losschlagen. Und wir geben da bei uns den Startschuss. Die Rüstungsindustrie fragt uns schon jede Woche an, Mensch, wann können wir die Nachbestellung machen? Wir haben das schon vorproduziert hier. Ja. Damit es hier richtig ballern kann. Das ist das, dass dieses Lustempfinden dieser Manager dieses Babylon-Systems, die ja, wie Vampire sind. Sie mögen Blut saugen, sehen, schmecken. Ja, sowas vielleicht. Und dann hier, ja, also die Schwellenländer, bei den Schwellenländern ist alles in Ordnung. Also nur hier bei uns, ne? Also bei uns hier der. Die sogenannten Industrieländer, ne? Die Industrie ist schon längst vorhanden. Sind wir immer noch Industrieländer? Da ist also bei uns hier, da wird also geknebelt. Aber so, ne, da so andere Länder ist die Wirtschaft schon noch in Ordnung. Ne? Wir sind jetzt aber alle Arbeitsplätze demnächst verlegt, ne? Hier auch schon wieder in der Schweiz, ne? 800 Plätze wieder irgendwohin nach, was weiß ich, Korea, Singapur, sowas.
Ja, ist doch klasse. Obwohl, ich bin doch Globalist, mir ist doch wurscht, Hauptsache es wird billig produziert. Ja, meine Tasche füllt sich. Meine Bunker habe ich überall, da kann ich überall reinspringen, wenn es losgeht. Ne, ist egal. Die sind alle miteinander unterirdisch auch verbunden. Wisst ihr doch, die Deep Underground Military Bases, das heißt ja nur Military, ja, also Militär, weil die das dann bewachen müssen, die Slaven, Militärslaven. Ja. Wofür haben wir denn die? Das Heer, die Armee. Ist doch nur für uns, damit die uns den Rücken frei halten und den Weg freischießen, wenn wir es brauchen. Ja. Und wenn wir was irgendwas haben müssen, auf der, zum Beispiel hier die Mondfelder in Afghanistan, wenn wir die besetzen wollen, dann setzen wir hier die NATO ein. Ist doch logisch. Ja. Dafür sind die da. Ja, das ist die, da wird das unser Interesse direkt am Hindu-Kusch verteidigt. Ne? Mit Waffengewalt bauen wir dann die Mauenfelder ab. Ne? Wir kontrollieren ja auch die ganze... Hui, pssst, nicht zuhören. Alle Schlappohren bitte sofort die Ohrenklappen drüber schieben. Wir Dims sind die größten Drogenhändler. Sklavenhändler, alle diese Sachen, die machen wir, da verdienen wir unermesslich dran und haben unser Vergnügen. Wir sind die dominante, irrsinnige Minorität. Merkt euch das mal. Ja. Also jetzt mal so aus der Sicht eben von diesen Leutchen gesprochen, was die so manchmal denken. Die sprechen es nicht so aus. Ne? Man kriegt sie auch nicht so häufig. Vor die Kamera oder vors Mikro, ne? Wie ich das hier gemacht habe mit den Leuten vor Ort. So einfach ist das nicht. Ne? Herr Rockefeller, kommen Sie, ich will Sie interviewen hier, Detlef von Wiggins Radio. Oh, 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 würde sagen, bloß eh nicht. Ne? Ich bin in Monaco, will nichts von euch wissen. Heute schon wieder zwei Besuche aus Monaco hier. Ne? Hören alle live mit. Ja? Okay, ist ja auch in Ordnung. Sollen ja auch wissen, wo wir stehen, ne? Oder? Wie seht ihr das? Also ihr könnt mir gerne noch hier ein bisschen was zuschicken unter radio@wakings.net. Dann nehme ich das gerne auch noch mit hinein. Ah ja, ich hatte hier etwas noch nicht vorgelesen. Nämlich, schreibt einer hier, Windows 8, volle Dröhnung. Ne? Da schreibt einer, hallo Detlef, hallo Zuhörer, ich bin Informatiker der alten Garde und war erst noch gerade dick im High-End-Business zu Hause. Hab früher sogar mit Amiga schon rumgemacht und seither wechsle ich bei Microsoft System im Enterprise Management immer nur noch die Windeln. Nun, ein Kurzbericht mit installiert Windows 8 aus meiner Sicht. Ja, ja, Microsoft, das ist die etwas ausgelagerte Truppe der Geheimdienste. Deshalb hören die alles mit hier und so weiter. Installation, da sagt er, oh, das kann ich aber jetzt nicht alles vorlesen. Aber ich tue das gerne in einen Link hinein zur Sendung. Dann machen wir das vielleicht so. Also da scheint also irgendwas, ja, das muss man unbedingt einmal durchlesen, ne? Bevor man sich mit Windows 8 beschäftigt. Ne? Also ich, bei mir kommt das nicht drauf. Ne? Erstens müsste ich da schon wieder neue Sachen kaufen, und da habe ich keine Kohle dafür. Und zweitens, dem traue ich nur am allerwenigsten. Windows 7 reicht ja schon. Ne? Also okay. Also klasse, das ist, ist super, wenn ihr mir so Infos auch reinschickt. Ich, also entweder schickst du mir das dann nochmal bitte als Artikel, dass ich als PDF oder so, dass ich das machen kann, oder ich muss es dann selber umwandeln. Wenn du es als PDF mir zusenden willst, der mir das hier zugeschickt hat, dann wäre mir das lieber, weil das ist mir sonst zu viel jetzt auch noch in der letzten Sekunde. Ne? Ist ja auch mal, mir das alles mal erst durchlesen. Aller Ruhe, gell? Ja, also ich denke mal, das sind da so unglaubliche Geschichten, die uns hier erreichen. Und ja, dann habe ich auch gesehen, ja gut, wir gehen ja auf diese Weltkriegsgeschichte zu. Ich glaube ganz viel, also an fünfter Stelle der Besuche auf meiner Hauptwebseite, okay, Wakings.net, ist Israel. Ja, das heißt jetzt noch nichts. Viele sagen, ja, da haben einfach die Leute ihre IP umgeschaltet über Israel und so. Na, ich glaube schon, dass sie entweder sind das die aschkenasischen Regierungsmitglieder oder es sind aufgeweckte Bürger und Menschen in Israel, die es da auch gibt, die Angst haben davor, dass hier ihre eigene Regierung sie opfert. Ne? Vampiropfer.
Ne? Denn wenn es da wirklich mal knallt, also die sind ja genau da, da vor Ort, ne? Also mein lieber Freund. Also ich möchte auch nicht. Aber wie gesagt, also mit den Raketen hier aus Südkorea oder nee, Nordkorea hat ja schon gesagt, wir sind jetzt soweit, unsere Raketen fliegen direkt nach Europa und Amerika, ist kein Thema, haben wir alles da. Und die haben ja auch schon rechtzeitig von allen angeschlossenen CIA, irgendwelchen Organisationen, ja alle Waffen schon rechtzeitig geliefert bekommen, die es braucht, ne? Um ordentlich knallen zu können. Ne? Das ist schon vor langer Zeit so gewesen. Und wenn es nicht die Waffenlieferung selbst ist, dann ist es die, das Know-how, die Know-how-Transfer Geschichte. Ne? Die kann ich auch machen. Ne? Okay, jetzt kommen so langsam überall die Berichte raus. Ja, hier mit den UFOs und so, das wären alles selbst erzeugte UFOs, haben sie Abbilder gemacht, ne? So ein UFO oder eine Untertasse zeigen von einem Amerikaner und von der US in Luftwaffenzeichen drauf und so. Also ich weiß auch nicht, was es wirklich wird. Und, ja, also vielleicht reden wir mal am Donnerstag ein bisschen wieder über das Thema, weil ich habe da auch ein paar interessante Berichte wieder studiert, Videos gesehen und so über das Thema, was möglicherweise da auch noch sonst so herumkommt. Ja, heute haben wir ein bisschen mehr auf die Matrix, auf die Babylon-System-Matrix konzentriert. Aber wichtig, weil wir ja ganz viele Leute erreichen wollen, also ich möchte es, ist für uns alle gut. Je mehr Leutchen sich die Tyrannei nicht mehr gefallen lassen, hinter die Kulissen schauen können, umso besser für uns. Ne? Denn, ja, oder? Also ich lebe lieber mit Gleichgesinnten als Leuten, die ein Brett vorm Kopf haben. Ne? Und über das Brett nicht wegschauen können. Ne? Die laufen immer wieder gegen die Wand, weil sie nicht sehen können, dass da eine Wand ist. Ne? So kann man es auch sagen. Ne? Bisschen lustig. Bin auch ein bisschen lustig, manchmal. Okay, also ja, und also es wird auf allen Ebenen und Seiten wird hier gegen uns agiert. Das ist gar keine Frage. Ich habe sehr viele Leute in der Bekanntschaft, sogar Verwandtschaft, die über gesundheitliche Probleme klagen. Auch junge Leute, ganz junge Leute, die so massiv gesundheitliche Störungen haben. Das heißt also irgendwelche merkwürdigen Schmerzen, ja, oder ja Halsweh, Stirnhöhlenweh, ja und so weiter, ohne dass das jetzt konkret irgendwie so eine Krankheit ist, wie wir sie noch von früher kennen, ja? Stirnhöhlenentzündung oder was. Ne? Und weiß nicht, wie das bei euch ist. Und das kann natürlich sein, dass sie wieder mit irgendwas herum experimentieren, da entweder von oben runterwerfen von ihren Chemtrail-Bombern oder sonst wie hier in die Umgebung ausbringen. Das ist natürlich auch dieses tückische Wetter, ne, wo man nicht weiß, was man anziehen soll. Relativ kühl einerseits, dann auch feucht und dann wird es wieder warm. Und dann, ja, das ist natürlich auch ein sogenanntes, in Anführungszeichen, Erkältungswetter. Aber wir wissen, das Wetter kann man steuern. Ja? Das wissen wir alle, da brauchen wir nicht erst darüber einen großen Vortrag halten. Die meisten, die hier ja zuhören, kennen das ja, wissen das ja. Und hier steht dann zum Beispiel, sie sprühen auf zwei Ebenen. Genau. Wir sind also auf verschiedenen Ebenen unterwegs und haben verschiedene Inhaltsstoffe. Da bin ich auch überzeugt davon. Und hier steht also auch hier, vieles läuft über die Lunge. Jawohl. Hier sagt man, zu viel Jod und Fluor eingelagert oder Alu, Nanopartikelchen von oben. Ne? Das kann alles sein, dass irgendwie so etwas kommt. Und ich sage auch immer Leuten, und da kann man ja schon anfangen, aus dem Babylon-System auszusteigen. Es ist schwer, ich weiß es, weil man sich an gewisse Dinge gewöhnt hat. Ich trinke zum Beispiel gerne Kaffee, werde ich auch mal darauf angesprochen, von denjenigen, die ich kritisiere. So, ja, du trinkst Kaffee, das ist auch nicht gesund. Stimmt. Aber zumindest filtere ich das Wasser, ne, dazu. Okay. Aber man könnte zum Beispiel anfangen, eben dieses ganze Blubberlutsch-Zeug nicht mehr zu kaufen und auch nicht mehr zu trinken. Lieber was anderes. Ja. Also, ihr wisst ja, in diesen Cola-Getränken, Pepsi macht das beispielsweise, die experimentieren dort mit menschlichen DNA oder ja, menschlichen Zellen von abgetriebenen Föten, die in Geschmacksstoffen drin sind. Und was weiß ich, was da drin ist. Ne? Und über Cola als solches brauchen wir auch, glaube ich, nicht reden. Wenn man natürlich die ganze Zeit
sowas dringt. Ne? Und hier schreibt man, was ist Blubberlutsch-Zeug? Ja, Blubberlutsch, das war mal ein Ausdruck bei irgendwie, ich glaube, bei Mickey Mouse. Irgendwie bei Donald Duck. Von früher mal. Irgendwo. Das fand ich so klasse. Da gab es auch immer die Gundel-Gaukelei. Ne? Das war diese Hexe. Und da gab es das Blubberlutsch. Also damit ist gemeint Brause, genau. Brause, Cola-Getränke und all dieses Zeug. Also das sollte man eben irgendwie versuchen zu vermeiden, weil wir ja nicht wissen, was da erstens drin ist. Zweitens kann es nicht auf die Dauer gut sein. Ne? Genauso wenig wie Junk Food. Ne? Obwohl ich mich auch manchmal erwische, dass ich einen Appetit auf Pommes Frites habe. Ne? Pommes Frites. Und zwar jetzt nicht die ich selber mache, ja, sondern irgendwo, ne? Schnell futtern. Ja. Also ich mache auch nicht alles richtig, das ist mir auch klar. Aber trotzdem kann man sowas ja mal aussprechen. Und man sollte auch eben seine Lebensweise dahin bewegen, dass man eben dieses Matrix-Babylon-System nicht auch noch unbedingt unterstützt. Ja. Okay, also in dem Sinne denke ich, machen wir da nichts verkehrt. Ja, hier kommen wir bei Politeia, das kann ich mal eben aufrufen. Da gibt es zum Beispiel einen Artikel, Wissenschaftler warnen, Geoengineering kann Milliarden Menschen töten. Ja? Also bei politeia.org ist das gepostet unter Umwelt und Gesundheit. Ja? Das lese ich noch schnell vor. Wissenschaftler warnen, Geoengineering kann Milliarden Menschen töten. Geoengineering ist ein Überbegriff für absichtliche Eingriffe ins Klima, die das Ausbringen von Aerosolen in die Atmosphäre einschließen, um die Sonnenstrahlen zum Zweck der Abkühlung des Planeten zu reflektieren und die Menschheit sowie die Umwelt von den Folgen einer angenommenen Erderwärmung zu bewahren. Es liegen Beweise vor, dass dieses Programm bereits seit vielen Jahren unter Verwendung unbekannter chemischer Aerosole, die als Chemtrails bekannt sind, angewendet wird. Eines dieser Experimente, welches durch Luftschiffe versprühte Schwefelpartikel verwendet, um die Sonneneinstrahlung in den Weltraum zurückzuspiegeln, wird für New Mexico innerhalb eines Jahres von dem Wissenschaftler David Keith geplant. Keith verwaltet einen diesbezüglichen Forschungsfonds über $1 Million von Bill Gates. Ach, unser Eugeniker Bill Gates. Ne? Der sponsert auch die ganzen Impfprogramme für die kleinen afrikanischen Kinderchen, ja, damit die Bevölkerung kontrolliert werden kann. Ja. Okay, hier geht's weiter. Ebenso hat Gates eine Gruppe von Wissenschaftslobbyisten zusammengebracht, die Regierungen um Flugblätter für ihre von dem Steuergeld bezahlten Klimamanipulationsexperimente gebeten haben. Geoengineering wird als letzter Ausweg propagiert, um die Menschheit und den Planeten vor der Erderwärmung zu retten. In Wahrheit jedoch kann Geoengineering Regenzyklen verändern und so durch Dürre und Hungersnot zu Massensterben in Milliardenhöhe führen. Ja, eben, und hier steht, Bill Gates scheint seine Besorgnis über eine globale Erwärmung zu nutzen, um hiermit seine eigentliche Absicht der Kontrolle des Wetters und oder einer Entvölkerung oder Eugenik, kann man auch sagen, zu verdecken. Ach, der hat immer so schöne, ja, der ist immer so, ach, so lieb, sagt er das nicht. Ach, ja, ich will ein bisschen dazu beitragen mit meinem Programm, dass die Weltbevölkerung reduziert wird. Ne? Und alle klatschen Beifall, ne? Sogar die wahrscheinlich na, selbst mit betroffen sind, ne? Oder deren Kinder so. Was ich gar nicht so verstehen. Könnte nie glauben, dass ein Bill Gates, ne, der ist doch auch noch, der hat doch eine Garagenfirma gehabt mit Computern, ne? Weil so steht's in seiner Propaganda, Biografie, ne? Okay. Na, ja, aber Bill Gates wollen wir keine Sendung machen, aber so ein paar Sachen sollte man schon wissen, nämlich, dass der Vater zumindest, wahrscheinlich die Mutter, auch CIA-Mitarbeiter waren oder für die gearbeitet haben. Aber das nur so am Rande. Ne? Wollen wir keine Biografie hier diskutieren über jemanden, ja, der so schön gucken kann, ne? Und ach, ne? Herrlich. Also gut, hier, letzte Chance.
Einer kann noch was reinschicken, Radio Awakenings von der, dann lese ich das noch vor. Ansonsten möchte ich euch noch kurz sagen, wir werden gleich die Sendung wiederholen. Und zwar gleich im Anschluss. Ich werde zwischendrin noch ein kleines Musikstückchen hier einspielen. Und zwar kommt hier was, nämlich Living in the Dark. Ja, das lese ich spielt gleich rein. Als Schlussstück von Roland. Hat er uns reingeschickt. Premiere. Ja, Internetradio. Klasse. Und dann zwischendrin machen wir nochmal die Studie Moll Dur. Rhythmus 1 von Stoff-Teddy. Ja, Stoff-Teddy schickt mir manchmal auch E-Mails, glaube ich. Ja, stimmt das? Weiß nicht, ist ja auch hier beim Chatten, das weiß ich gar nicht. Ja, hat uns auch was da reingeschickt. Hat er selbst gemacht, die Musik. Müssen wir uns mal anhören. Okay, klasse, dass ihr alle da wart und unbedingt nochmal einen kleinen Applaus, der ist wichtig, ne? Der war jetzt für euch. Für ihr, die mir ihr so geduldig heute zugehört habt. Ne? Und ich werde mal versuchen, das dann gleich auch relativ munter hier rauf zu spielen, ne? Dass ich das Video dann da hochkriege. Und nächste Sendung ist am Donnerstag 16 bis 18 Uhr mit Detlef Live und wahrscheinlich sogar am Samstag eine Sondersendung. Da haben wir nämlich noch unser Unite We Strike, Unite We Win Marathon, da fange ich wieder an, 13 Uhr wahrscheinlich, 13 bis 15 Uhr oder so. Ne? Muss mal schauen, da muss ich noch bekannt gehen. Schauen wir mal. Gell? Also Leute, dann würde ich mal sagen, schießen wir los. Bis Donnerstag. Sendet von Regnus Radio, Regnus TV. Für alle, die aufwachen wollen, ohne Blatt vor dem Mund, werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
will be.